So, jetzt müsste es laufen. Ja. Und jetzt sollen wir das nochmal ein bisschen wiederholen. Wir machen jetzt eine kleine hier und jetzt ausgedachte Rückblende. Und zwar über das letzte Selbstgespräch. Es bezieht sich immer auf das letzte Selbstgespräch. Wir bauen das auf. Das muss man auf sich wirken lassen. Das kann nur der Geist auf sich wirken lassen, der sich das ausdenkt, der sich das anschaut. Und dann entsteht immer bei jeder Sache, die in dir auftaucht, ein Vergleich mit dem, was dir richtig erscheint. Und ich erwähne in dem Selbstgespräch mehrere Male, dass die Sachen, die hier behauptet werden, hundertprozentig sicher sind. Die Schwierigkeit ist, dass in dem Moment, wo du jetzt aufgrund deiner Logik, deines Programms, deines Intellekts dich mit irgendwas aus dem Internet beschäftigst, mit irgendeinem Video, mit irgendeinem Thema, mit einer politischen Partei, mit einer Religion beschäftigst, hast du zwanghaft eine Filterung deiner Logik, die das, was du wahrnimmst, immer in Einseitigkeit zwingt. Sagst du mal, die Einseitigkeiten, stimmt es oder stimmt es nicht? Und ich betone immer wieder, du musst jetzt erst einmal bewusst machen, was 100% sicher ist. 100% sicher ist das, was jetzt da ist. Und ich merke, dass als Brösel unter Brösel das immer wieder vergessen wird. Weil jeder meint, seine extrem einseitige Vorstellung von 100% sicher ist 100% sicher. Und du kannst, wenn du diese Gedankengänge mitgehst, und jetzt machen wir mal ein kleines Spiel, und du kannst jetzt, du Geist, kannst in deiner Personifizierung als Brösel unter Brösel, das ist, du bist in einem Videospiel, du bist der Avatar, du bist der, der den Joystick in der Hand hat, wo du keinen Einfluss darauf hast, wie die Figuren, auf die du triffst, jetzt in deinem Traum, aus der Ego-Perspektive gesehen, wie die reagieren. Und ich sage, du gehst jetzt erst einmal davon aus, dass du einen Singleplayer-Modus spielst. Das heißt, dann sind alle Mitmenschen um dich herum, sind einfach nur KIs. Nice. Das heißt, beim Autorennspiel heißt es, dass die ganzen Autos um dich herum, mit denen du ein Rennen fährst, einfach nur Computerprogramme sind, die in irgendeiner Art und Weise programmiert sind. Das Programm bei Autorennspielen ist relativ simpel. Man will gewinnen, man will möglichst schnell fahren, ich will jeden überholen, ich will von keinem überholt werden und so weiter, kann Unfall bauen und so weiter und so weiter. Wenn du Fußball spielst, ist dasselbe in Grün. Ich will, dass unsere Mannschaft gewinnt. Das heißt, ich werde versuchen, wenn ich den Ball abspiele, nur einen meiner Mitspieler anzuspielen. Ich versuche, den Ball in das gegnerische Tor zu bringen und wenn ein Gegner einen Ball hat, den Gegner den Ball abzunehmen. Und du wirst jetzt feststellen, dass die um dich herum als KIs, die ganzen KIs eigentlich Spiegelbilder von deiner Logik sind. Egal, ob du Autorennen fährst, egal, ob du Fußball spielst und egal, ob du jetzt ein Mensch bist in einem kapitalistischen System. Ja. Das ist jetzt übrigens gleichgültig, ob du ein Befürworter des Kapitalismus, des todbringenden Verbrechens, ich betone das immer wieder, Kapitalismus ist ein todbringendes Verbrechen, das ist die ausufernde Krankheit von Sodom und Gomorra. Ich bin jetzt biblisch und trotzdem absolut unbiblisch. Du wirst nämlich merken, dass hier immer wieder in diesen Religionsbüchern deiner Welt, und ein Religionsbuch ist schlichtweg ein Buch, wo eine Glaubensgemeinschaft seine Gesetze festhält. Bei den Juden ist es der Tanach, bei den Christen das Neue und das Alte oder das Alte und das Neue Testament, bei den Moslems ist es der Koran, bei den Hindus wird es ein wenig vielfältiger. Die Upanishaden, die Bhagavad Gita, die Srimad Bhagavatam, die Shastras nennt man das, die heiligen Schriften der Welt. Wobei komischerweise für die hinduistischen Meister auch die Bibel, das Neue Testament und der Koran dazu zählt. Und ich erweitere das für die Weltreligion, die in deiner jetzigen Traumwelt herrscht, das ist der Materialismus. Die sogenannte Naturwissenschaft hat auch ihre religiösen Schriften, die heiligen Bücher. Das ist allen voran jetzt erst einmal die Physikbücher, die Chemiebücher, die Mathematikbücher. Das ist natürlich das Wort, da mache ich immer so, weil Mathematik, wir Geist wissen, Mathematik heißt nur das gelernte Wissen von geistlosen Nachäffern. Wenn einer beleidigt ist, dann geh einfach in ein Wörterbuch und schau nach. Also worum es mir jetzt geht, ist, dass du mal spielst und dir die Geistlosigkeit der Menschen, die du dir ausdenkst, beweist. Das heißt jetzt, ich mache jetzt einmal ein Musterbeispiel und wir sind ja unter uns. Das Schöne ist ja,
Du musst dir niemals Gedanken machen, was denken dann die anderen von mir. Wenn du weißt, dass du ein träumender Geist bist, wenn du ansatzweise zu erahnen beginnst, was ich dir mit Holofeeling für ein Geschenk mache. Ja. Wenn du das zu erahnen beginnst, dass du unsterblich bist, dass du ein Gott bist, im biblischen Sinne ein Schöpfer. Und ich sage, ein Denker ist der Schöpfer für alles, was er sich denkt. Das ist so unvorstellbar, aber es ist für jeden Kind, ich benutze einfach mal das Wort Kind jetzt hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfbar. Wo kommt es her, was du denkst? Mhm. Egal an was du denkst, es kommt aus dir. Das ist die schöne Metapher mit dem träumenden Geist. Schon der Wahn des Materialismus, zu glauben, dass da eine Welt da war, bevor du Geist die dir ausdenkst, deine Traumwelt, die kommt aus dir selbst, aus dem tiefsten Inneren. Und jetzt bist du ein Brösel und der Brösel. Und jetzt haben wir natürlich, darum bleibe ich jetzt immer zuerst einmal bei den Singleplayer-Modus. Interessant wäre das Ganze, wenn wir Multiplayer-Modus machen. Aber du bist zurzeit in einer Welt mit einem Singleplayer-Modus. Das heißt, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und wenn du jetzt in einem Videospiel ein Autorennspiel spielst, dann sitzt du in einem Auto, du fährst ein Rennen in einem Automobil, in einen Selbstbeweger und um dich herum sind andere Selbstbeweger, ja. Automobile. Die werden natürlich gesteuert von was? Alle werden von einer KI gesteuert. Übrigens, dein Auto auch. Diese KI ist dein momentaner Intellekt, den du zum Denken benutzt. Den konntest du dir nicht raussuchen. Mhm. Ja. Mhm. Ich schiebe gleich rein, ich mache jetzt hier kein Science-Fiction. Das, was ich dir erzähle, ist hundertprozentig sicher. Und dir wird erst einmal glauben müssen, dass du selbst nicht einmal weißt, was hundertprozentig sicher bedeutet, weil alles, was dir bisher logisch erschienen ist, was du nur vom Hören sagen kennst, ist bis dato vor Holofeeling als hundertprozentig sicher von dir geachtet worden, obwohl du, ich betone das nochmal, über 99% bei bewusster Anschauung seiner eigenen Glaubensinformationen und Glaubenssätze du nicht einmal überprüfen kannst, wenn du wolltest, ob das stimmt. Dann hat es doch mit hundertprozentig sicher nichts zu tun. Hundertprozentig sicher ist das, was du hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kannst. Und jetzt wirst du zuerst nochmal feststellen, wenn du deine Tierchen beobachtest, gleichgültig, ob das sinnlich wahrgenommene Menschen, Querstrichaffen sind, die in dir auftauchen. Affen deshalb, weil die alle nachäffen. Das ist der Schwamminhalt. Keine Schuldzuweisung. Mhm. Verfügst du über das Bewusstsein, das ich von dir fordere, dass du nicht zu niemandem, den du dir jetzt bewusst ausdenkst, vorwirfst, dass er so ist, wie du ihn dir ausdenkst. Mhm. So, jetzt denk doch an deine Politiker. Denk an Hitler. Denk an Putin. Denk an die Merkel. Denk an die Ärzte, an die Corona-Leugner und an die Corona-Befürworter. Wo waren jetzt die ganze Zeit? Nicht gedacht. Aufgrund der Worte, im Anfang war das Wort. Sind jetzt erst einmal nur Worte da. Und sobald jedes dieser Worte, hast du in deinem Intellekt eine Riesendatei und du kannst jetzt aus dieser Datei Bilder hervorholen. Welche Vorstellung baut das Wort Hitler in dir auf? Welche Vorstellung baut das Wort Merkel in dir auf? Oder Corona? Und du wirst feststellen, wie einseitig und fehlerhaft diese Vorstellungen sind, die du aus deinem Intellekt heraus generierst, obwohl die Gegenseiten auch da sind. Mhm. Die Gleichzeitigkeit von dem, was sich widerspricht, wirst du erst zu verstehen beginnen, wenn du begriffen hast, dass es bloß hier gibt und dass es bloß jetzt gibt. Das Ganze ist ganz einfach tausendfach in Holofeeling erklärt und noch viel, viel komplexere Sachen. Aber wir machen jetzt einmal ein kleines Gedankenspiel. Das muss sitzen. Mhm. Und erwartet bitte nicht, dass das irgendein Gedanke, ein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, gleichgültig, ob dieser Mensch jetzt nur ein Gedanke ist, da leuchtet dir ein, kann ein Gedanke von mir was verstehen. Übrigens auch der Udo, den du dir jetzt aufgrund dieses sinnlich wahrgenommenen Pixelmännchens auf dem sinnlich wahrgenommenen Monitor, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, der jetzt aber hundertprozentig sicher deine sinnlich wahrgenommene Information ist. Ja. Das ist der ganze Kern von allen heiligen Schriften deiner Welt, von den alten, angeblich religiösen heiligen Schriften. Die Naturwissenschaft hat es natürlich extrem zerdacht. Wo ich nicht sage, dass das falsch ist, dann wäre ich nämlich einseitig. Das ist aber auch nicht richtig. Falsch und richtig ist wie Wellenberg und Wellental. Ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ist jetzt Wetter eigentlich Sonnenschein oder Regen? Ist eine Küche eigentlich ein Herd oder ein Kühlschrank?
Das sind fast immer die zwei Seiten. Beim Kegel sieht man das wunderschön. Und wenn du nicht checkst, dass hier wir von zwei verschiedenen Dimensionsebenen sprechen. Ein Kegel ist weder ein Kreis noch ein Dreieck. Es sind Schattenwürfel, es sind niederrichtdimensionale Projektionen von dem dreidimensionalen Gegenstand, den wir uns natürlich jetzt vorstellen und vor uns hinstellen. Und da gibt es immer zwei, und ich wiederhole das deshalb, weil du das überhaupt nicht akzeptieren willst. Wohlgemerkt, ich erzähle es den Geist, der mich jetzt sprechen hört, du bist der Einzige, der mich hört, egal wer du jetzt zu sein glaubst und egal an wen du jetzt denkst, wo du glaubst, die hören das jetzt auch. Dann behauptest du, dass ein Gedanke, den du jetzt denkst, auch dieses Selbstgespräch hört. Und ich sage dir, egal an wen du denkst, und dann geht es später, dass du die Gedanken in Raum und Zeit um dich, ja, aber das sind ja außen, sind ja andere. Die anderen existieren, die du dir jetzt ausdenkst, aus dem tiefsten Inneren existieren, bloß hier und jetzt in deinem Kopf, wenn du an die denkst. Und die sind ja mehr, ich kann ja da unten sehen, das haben wir jetzt auch, übrigens, das gestrige Video heute Morgen waren genau 1045 Klicks. Schön. Jetzt, wenn du reingehst, wird es sich so wenn verschieben. Heute Morgen, Punkt 6 Uhr, waren 1045 Klick. Ich wollte es bloß erwähnt haben. Ja, und ihr ja. wisst, ich habe es mit den Zahlen, ich erzähle euch jetzt was, da gibt es überhaupt keine Zufälle. Ich habe immer wieder, man kann es so durchspielen, weil man will ja irgendwie seine geliebten Mitmenschen von irgendwas überzeugen. Und da sage ich gleich, dein Geist wächst daran, dass du dir mal eigene Gedanken machst. Das Spiel spielst du alleine, was sehr, sehr viel Angst erzeugt in den Menschen. Angst vorm Alleinsein, Angst davor, den Körper zu verlieren. Das heißt, du wirst die göttliche Ebene, die höhere Ebene nicht betreten, wenn du das jetzt erst einmal akzeptierst. Aber du bist nicht allein, sondern du bist dann alles. Du wirst viel mehr, wenn du weniger wirst. Genau. Und du merkst hier schon mit der Vordersprache im einfachsten Sinn, dass dieser Gott El Hayom oder Al-Hayom, Al-Him, das ist ja unser Aleph-Elef. Gott, das Meer ist alles. Alle Gedanken, wenn die aus ihnen entspringen, ohne dass sie dieses Meer eigentlich verlassen können, das ist immer unsere Gebote. Mach dir kein Bild von dir selbst. Ja. Und mach dir kein Bild von irgendwas da oben im Himmel oder da drunten auf der Erde oder von irgendwas im Meer. Das ist nämlich dieser Punkt, in dem sich alles befindet, und nichts, der nichts ist und immer nichts bleibt. Erst in dem Moment, wo wir uns illusionär etwas ausdenken, aus dem Punkt herausdenken, kann der in Erscheinung treten. Eine Welle kann in der Nulllinie gar nicht existieren. Ja. Und ich sage, die Nulllinie, da wir die Zeitachse noch wegmachen, ist ein Punkt. Und dann kriegst du hier so wie eine Sanduhr. Ich mache mal ein V und ein nach unten gestelltes V. Und dann gehst du in die Physikbücher, da gibt es deinen Ereignishorizont. Das ist natürlich alles raumzeitlich ausgedacht, was eine riesengroße Falle ist, wenn du ganz einfach begreifst, meine Sache mit der 200 Gramm roten Nähte. Genau. Wenn wir jetzt Spiele machen, das ist dass die Wiederholung, das Einzige, was ich mir wünsche für dich, nicht einmal fordere, aber das fordert das Prinzip der geistigen Weiterentwicklung, dass du dir jeden Moment bewusst machst, was ist jetzt da. Ja. Cut, alle 2 Minuten. Ja. Dann gibt es da außen keine Verschwörungstheorie und keine Pharmaindustrie. Wenn die existiert, existiert sie hier und jetzt in meinem Kopf und da kommt nie was von außen, sondern es kommt von innen. Und zwar von einem absoluten Innen. Ja. Dann zerbreche ich mir nie mehr diesen geistigen Hirnwichserei-Kampf um Standpunkte. Das wird alles in dem letzten Selbstgespräch wunderschön und einfach erklärt. Ja. Und die Sinnlosigkeit, wie weit jetzt als Brösel und der Brösel die Menschen um dich herum sind. Ich spreche das ganz kurz, nicht nur in dem letzten, in einigen anderen Selbstgesprächen, und mach doch einmal den Test. Setz dich mit deinem geliebten Menschen hin und jetzt gehen jetzt in der Brösel leben, du träumst jetzt das Leben von der Helene. Die Helene hat 2 Kinder. Die hat ihren Michi und die hat die Trixi, Tochter und einen Sohn. Beide sind verheiratet, beide sind um die 50, über 50. Und das ist jetzt der Unterschied von Anbeginn, seit bei den Donis, wo du Feeling aufgetaucht ist. Der Sohn wird damit nichts zu tun haben mit der Scheiße und die Tochter ist mittlerweile mit dem Schwiegersohn total begeistert. Mhm. Jetzt kann man dann immer wieder sagen, was denken dann die anderen von mir? Es gibt keine anderen. Genau. Andere entstehen erst in dem Moment, wo du die denkst und schon die Frage, was denken die von mir, wenn das denken, was du jetzt in die Kiste hineinlegst.
Und genau genommen ist das schon eine dumme Frage, weil schon, wenn die Frage in dir auftaucht, ich gehe mal eine Stufe tiefer, ist eigentlich in dir schon drin, was du glaubst, was die anderen denken. Mhm. Und es ist für dich so schrecklich, die denken vielleicht, dass ich blöd bin. Ich habe beim Udo früher sind welche aufgetaucht, die sich als aufgestiegen oder was machen. Bei mir musst du nicht im Anfang von Anfang an anfangen. Ich weiß schon. Ist doch schön für dich. Das aufgeblähte Ego. Ich weiß ja alles. Und das Ich ist auf die Person bezogen. Bin ja besser wie die anderen. Bin ja viel weiter wie die anderen. So sagen. Wanne sagt zum Udo, ich möchte wirklich wissen, wie weit du schon bist. Diese Sache, die stellt sich für mich gar nicht, was ich aber hundertprozentig sicher weiß, aufgrund der Frage, die du stellst, dass du überhaupt nichts verstanden hast, dass du gar nicht weit bist. dieser Kampf um Recht haben und nicht Recht haben. Ja. Das sind Vollhongs. Das ist eine Selbstentmündigung, die du machst, weil du ständig von anderen wissen willst, was du glauben sollst, was richtig und verkehrt ist. Du hast nicht den Mut, eine eigene absolute Entscheidung zu treffen. Was natürlich jetzt sehr wichtig dabei ist, dass man weiß, was das Wort Entscheidung bedeutet. Mhm. Ja. Du musst immer nachsehen, immer ins Internet nachsehen, den anschauen und jetzt kommst du in die Falle des stochastischen Denkens. Du bist das stochastische Strüffelschwein. Du hast einen Grundglauben, einen einseitigen Grundglauben und den willst du bestätigt haben. Und Leute, die anderen von irgendeinem Glauben überzeugen wollen, das ist übrigens auch ein Druckschluss, das kann man spiegeln. All die Sachen, Holofeeling, erste Klasse, wo ich schon vor halbe Ewigkeiten darauf hingewiesen habe, dass Menschen, in Ich Bin, du steht es schon, wenn du Menschen hast, die andere Menschen von irgendwas missionieren wollen, genau genommen geht es da um was ganz was anderes. Die wollen nicht anderen von ihren Glauben überzeugen, sondern die finden sich in ihren eigenen Glauben noch sehr unsicher und glauben, wenn alle diesen Glauben bestätigen, das ist der Missionierzwang, ist eigentlich, sie wollen, dass alle denselben Glauben haben. Wenn das alle glauben, dann muss es ja richtig sein. Ja, ja. Mhm. Aber du wirst jetzt feststellen, dass du es nie fertig bringen wirst, dass alle dieselbe Meinung haben über die Tasse, über die Politik. Das ist ja, die Lebendigkeit macht ja die Vielheit aus. Ja. Aber ich komme zurück zu den kleinen Metaphern, dass ich jetzt gerade sage, wir nehmen, das wäre jetzt zum Beispiel dieses letzte Selbstgespräch oder das, was in der Ich-Bin-Du-Seite ganz am Anfang herausgehoben ist, wo ich sage, du sollst da jetzt Meditation benutzen. Weil ja. In einfachen deutschen Worten, ohne groß zu erklären wird, wie was zusammenhängt, einfach darauf hingewiesen wird, was hundertprozentig sicher ist. Und dass ich jetzt sage, okay, du hast jetzt irgendeinen geliebten Menschen, der vor Holofeeling nichts wissen will. Du sollst den nicht missionieren, sondern du sollst dir bewusst machen, wie geistlos Menschen eigentlich sind. Mhm. Geistlos ist jeder losgemachter Geist. Das sind schon die ersten zwei Seiten. Materie, sage ich jetzt einmal, ist geistlos. Mhm. Aber es ist ein loser Geist. Es sind Wellen. Wellen sind geistloses Meer. Ein losgemachtes Meer. Und es ist wie bei einer Welle. Wenn ich sage, eine Welle, muss ich wissen, dass die zuerst einmal die klassische Urwelle hat zwei Zustände, einen Berg und einen Tal. Mhm. Und ja, das KGL, der Kegel, hat Kreis und Dreieck als zwei Urzustände und dann gibt es viele Zwischenstufen als Schattenwürfe niederdimensional. Ich habe das immer wieder erklärt, die entweder mehr kreisförmig oder mehr dreiecksförmiger sind. Mhm. Also mir setzt das jetzt in dem Sinn hin, wenn du meine Gedanken mitgehst und ich dir was beschreibe, dass wir dasselbe machen, dass ich mache jetzt einmal meine Helene, die nimmt ihren Sohn, der ein absoluter Holofeeling-Gegner ist, und ich sage, lass uns das jetzt einmal anhören miteinander und dann sag mir bitte, was an dem, was der Pixelmännchen, was der Lautsprecher erzählt, was da nicht stimmt. Aber wenn wir das machen, müssen wir vorher zuerst einmal eins klären, weil sonst macht es keinen Sinn. Was glaubst du selbst zu sein? Bist du ein Gehirn, ein Trockennasenaffenkörper oder ein Geist? Nenne es Bewusstsein oder Seele oder was auch immer. Wenn jetzt einer hier sagt, er ist nur Körper und Gehirn und vergängliche Säugetier, kannst du es gleich abbrechen, brauchst du nicht weitermachen. Ja. Genau. Egal wer es ist. Ob es ein Kind ist, ein Mann, die Elternteil ist, sofort abbrechen. Wenn da ein Hauch ist, dass er sagt, nee, da ist ja irgendwie ein Geist der Seele, das ganze irgendwie Leben reflektiert. Dann kann man die nächste Sache machen, wir sagen, wir wollen jetzt gar nicht darüber über Standpunkte streiten. Wenn wir das jetzt machen, wir wollen uns nur auf das konzentrieren, was hundertprozentig sicher ist.
Das heißt, nicht irgendwelche einseitige Meinungen, dass wir zum Streiten anfangen. Wir konzentrieren uns auf das, was hundertprozentig sicher ist, und alles andere lassen wir mal außen vor. Ja, da wirst du merken, für dich jetzt, wenn du Holofeeling verstanden hast, weißt du, was hundertprozentig sicher ist? Was wirklich hundertprozentig sicher ist? Jeder normale Mensch, den du dir ausdenkst, glaubt zu wissen, was 100% sicher bedeutet. Mhm. Und ich sage jetzt immer wieder, tausende Male erwähne ich, es ist mir ein leichtes, dir zu beweisen, dass über 99% von dem, was du bis dato als 100% sicher angesehen hast, mhm, was dir hundertprozentig sicher logisch erschienen ist, mhm, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und wie kannst du behaupten, dass was hundertprozentig sicher ist, wenn man es nicht überprüfen kann? Das sind logische Konstrukte, die aufgrund von Wissen eine Vorstellung aufbauen. Jetzt sind wir beim Computerprogramm. Ja. Gleichgültig, was ich in den Computer für eine Datei eingebe, wird die Datei ein Bild aufwerfen, eine Vorstellung aufwerfen, aufgrund dessen, wie er programmiert ist, der Computer, auf der, was auf der Datei drauf ist. Diese Empirie, diese Wahrnehmung, ich nenne das jetzt einmal so, diese empirische Wahrnehmung, sprich dieses Pixel-Arrangement auf dem Monitor, hat die Grundlage in der Ratio, in der Berechnung und in den Daten des Programms. Genau. Wenn man das verstanden hat, ist übrigens der Empirismus und der Rationalismus Streit der Philosophiegeschichte vollkommen vom Tisch. Ja. Weil es wird bis zum heutigen Tag gestritten, was richtig ist. Das Empirische, der klassische Empirismus, ohne jetzt Namen von Philosophen zu nennen, geht davon aus, das ist mein Schwammbeispiel. Du wirst nämlich feststellen, wenn du dich einmal mit der Empirismuslehre auseinandersetzt, geht man davon aus, dass wenn ein Mensch auf die Welt kommt, alles, was er dann erlebt, er kann nur das erleben in seinen Kopf, was von außen in ihn hineingekommen ist. Bruch des zweiten Gebotes übrigens. Mhm. Ja. Es ist jetzt gleichgültig, ob ich sage, es geht um sinnlich wahrgenommene Informationen, die er dann in einer Wiedererinnerung abspeichert und dann wiederholt. Bäume, Häuser, Trockennasenaffen, Tiere, oder um intellektuelles Wissen, das er vom Hörensagen kennt, mit dem er dann sich Vorstellungen berechnet, die man empirisch gar nicht wahrnehmen kann. Zum Beispiel ein heliozentrisches Weltbild oder Wassermoleküle. Mhm. Das heißt, diese Sachen, die rein auf logischen Wissen aufbauen, auf Berechnungen aufbauen, übrigens auch natürlich die realen Bilder auf der Farbbrille sind natürlich auch nur Berechnungen. Mhm. Am Anfang ist das Programm die Matrix. Aber 99% von dem Zeug, ob das allen voran alles, was Makrokosmos und Mikrokosmos ist, was du dir denkst, denkst du dir, weil du das auf deinen Speicher, auf dein Intellekt drauf hast. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du dir das anders ausdenken. Mhm. Höhere Geist ist, was, ist ein körperloses Wesen. Komplett körperlos, der ist ein Nichts. Da wirst du konfrontiert, wenn wir jetzt einmal ein Leben leben in der Zukunft. Ich sage mal, es ist so gleichgültig, ob du ein Mittelalterleben jetzt erlebst. Das ist ja immer jetzt. Das ist in unserem großen Bücherregal-Metapher, in der Bibliothek, wo diese Bücherregale stehen. Oder ein Science-Fiction-Leben. Mir fällt da so mein Captain Picard ein. Da ist ein außerirdisches Wesen mit einer wesentlich höheren Intelligenz, mischt sich dann da in das Raumschiff Enterprise ein. Und da kommt dieser schöne Satz und dann spricht diese außerirdische Intelligenz spricht über den Bordcomputer der Enterprise. Der nistet sich da in das Programm ein. Ich sage immer wieder, diese außergewöhnliche, rein geistige, viel höher gestellte Intelligenz, dieser Geist, der muss anfangen hier sich, ich sage immer, ich muss im Basic mit dir reden. Ich muss mich runter reduzieren, dass ich in deiner Logik mit dir rede. Setze zum Beispiel das Wort Logik für Sprachen. Wenn ich sage, die Sprache aller Sprachen ist Deutsch, und du bist der Chinese oder der Türke und du verstehst kein Deutsch. Wenn ich von dir verstanden werden will, mit dir kommunizieren will, muss ich halt Türkisch oder Chinesisch sprechen. Dasselbe in die Computersysteme, wenn ich sage, wie weit ist da eine Kompatibilität zwischen Programmen und Betriebssystemen doch? Auf jeden Fall, dieses Wesen spricht dann durch einen Bordcomputer und ist dann erst einmal entsetzt, so. In meinen Worten, du hast überhaupt keine Vorstellung, wie klein ich mich jetzt zurzeit mache, dass ich mit euch kommuniziere. Ihr seid ja nur, und das ist jetzt wirklich zitiert, ihr seid ja nur Hautsäcke, gefüllt mit Blut und Fleisch. Zumindest glaubt ihr das zu sein. Das bringt das ziemlich auf den Punkt. Also gut,
das Verrückte, wir gehen wieder in unsere Helene-Geschichte rein. Wenn wir jetzt das haben und der Michi sagt dann, ja, ich bin Geist, natürlich ein Körper, ohne meinen Körper wird es mich ja nicht geben, das ist ja so unheimlich logisch, lässt sich so leicht widerlegen. Du Geist, wenn du irgendwas denkst, du bist auch dann, du denkst auch dann irgendwas dir aus, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Also das als hundertprozentig sicher zu betrachten, schon diese Erkenntnis ist der ganze Corona-Kack vom Tisch. Ja. Aber dazu hörst du das vorhergehende Selbstgespräch an. Der Gegenüber ist natürlich nur ein Gedanke von dir, Kiste. Und du willst ja wissen, was in der Kiste drin ist. Also schauen wir mal, was wirklich drin ist. Wir schauen uns jetzt das Video an und dann bittest du den auf der Brösel-Ebene, von Brösel zu Brösel und immer daran denken, erleben tust es nur du Geist. Mhm. Wenn du jetzt die Helene bist, erlebt es nicht die Helene, die du dir ausdenkst. Ja. Du denkst dir die Helene und dann Michi aus. Genau. Dann schaust du es an und dann sagst du, und jetzt bitte, wir hören jetzt sehr aufmerksam zu. Und immer wenn irgendwas ist, wo du sagst, das stimmt nicht, halten wir an und du erklärst mir ganz klipp und klar, was da nicht stimmt, weil ich finde das, was der Mann sagt, das Pixelmännchen sagt, ist für mich vollkommen logisch und schlüssig. Mhm. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage, du wirst feststellen, dass die Aussagen, die ich im Selbstgespräch mache, das sind mal die wesentlichen Aussagen, die sind von dem, der die Gedankengänge mitgeht, ohne irgendein Ja oder Nein oder das stimmt nicht eingleiten zu lassen, der einfach nur zuhört, ohne zu werten. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass dein Geist wächst. Mhm. Das, was ich anspreche in dem Vorhergehen, dass alle Philosophen zu seiner Zeit, alle Physiker, Gegner hatten, Mathematiker hatten Gegner. Mhm. Ja. Die ganze Philosophiegeschichte, wenn du wirklich reinforschst. Ja. Also ein Gegner meine ich jetzt, ein Spiegelbild, die zum selben Thema was anderes, entweder das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes geglaubt haben, denken wir uns jetzt aus, weil die gibt es ja nur, weil wir uns die jetzt denken. Auch diesen Zustand, dass die zerstritten waren oder über Meinungen und Standpunkte gestritten haben. Zeig mir die Weisen deiner Welt, heißt es im Neuen Testament, und ich werde dir zeigen, dass das alles Honk sind, Vollpfosten sind. Ich mache es mal sehr einfach, dass nicht so beleidigend wird. Es sind Gedanken von dir. Ja. Die Weisen deiner Welt sind Gedanken von dir. Was sind jetzt Politiker? Nichts. Das ist ein Wort. Und das ist eine Kiste. Und jetzt machst du dir einfach bewusst, was dein Intellekt aus dem Wort Politiker für eine Vorstellung aufbaut. Auch in Form der Qualität. Jetzt wirst du merken, dass das Politiker wiederum ein Chat ist, eine Kiste ist mit vielen verschiedenen Parteien. Jetzt könnte ich dann sagen, und jetzt machst du dir mal Gedanken, Politiker sind ja Rechte, sind Politiker und Linke sind auch Politiker und die FDP sind Politiker und die SPD. Jetzt nimm mal eine Partei dieser Parteien. Wie definierst du die? Und dann wirst du sehr, sehr viel über deinen geistlos nachgeäfften Glauben erfahren. Ja. Über dein zwanghaftes Programm, über deine eigene Unfreiheit. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Das ist das, was ist. Und dann wirst du merken, wie schizophren die Menschen sind, wie scheinheilig, wie verlogen, ohne Schuldzuweisung, weil können Gedanken, die du dir denkst, lügen? Also du wirst irgendwann einmal dieses, ich nehme alle Schuld auf mich, wirst du eine vollkommen neue Einsicht darin kriegen. Udo sagt immer wieder, wie geistlos, doof und dumm und unbewusst ist eigentlich ein Geistesfunk, wenn er sich jetzt Idioten ausdenkt. Und regt sich maßlos über diese Idioten aus, die gar nicht existieren würden, wenn er sie nicht nimmt. Man kann nichts so leicht machen, wenn man loslassen kann. Wenn man loslassen kann. Ja, ja. Die Sachen, das Loslassen, der Mechanismus, ob das ein Schreibdurchfall ist, egal was es ist. Und ich, als Erste, es geht nicht darum, dass du irgendwas an deinem jetzigen Leben als Brüssel veränderst oder verändern willst oder anders haben willst, weil du jedes Mal Einseitigkeiten anstrebst. Mhm. Das heißt, egal was du machst, ob du den Glauben wechselst, ob du von krank auf gesund wechselst oder von arm auf reich wechselst, die Ziele, die du anstrebst, sind einseitige Ziele, sind im Mehr Selbstentheiligung. Weil das ist das Spiel, dass du von unten nach oben willst oder von oben nach unten. Ja, wer will schon von oben nach unten? Wer in die Mitte, aus dem beides gleichzeitig entspringt? Ja. Einfach das letzte Selbstgespräch anhören. Wenn du sagst,
da oben ist was, bist du zwangsläufig unten. Aber wenn du die Gegenseite anschaust, sagst du, ja, da unten ist auch was, dann bist du oben. Bist du jetzt oben oder unten? Das ist in der schönen geteilten Spannung plus, minus, plus, minus. Hier ist plus und minus gleichzeitig. Ja. Da ist nur plus und da ist nur minus. Bis ich begreife, dass der Sinus eigentlich aus einem Kreis entspringt. Mhm. Und diese drei plus, minus auf der anderen Seite gespiegelt zusammenhängen. Mhm. An jedem Punkt. Das ist eine vollkommen neue Physik, die gar keine neue Physik ist, weil es kommt das Verrückte bei Holofeeling, alles, was in Physikbüchern drinsteht, in Religionsbüchern drinsteht, ich lasse das unverändert und sage dir, egal welche Seite, welchen Satz, aus welchem Buch du mir auch immer bringst, der stimmt hundertprozentig sicher und keiner nimmt das Wort hundertprozentig sicher so ernst wie ich. Aber was bedeutet, wenn ich sage, der stimmt? SDIM. MM. Ja. MT. Viele. Gestaltgewordene Erscheinung, das Meer. Genau. Mhm. Und jetzt können wir das sehr vielfältig, das ist Vordersprache. Mhm. Also gut, wenn du jetzt das dann den Film laufen lässt und er bringt Einwände, dann halt es an und hör dir mal an, was ihm nicht passt. Und dann wirst du feststellen, wenn er auch von Geistern ist, was wir eh bloß machen, wenn er sich als Geist betrachtet, dass er sich merkt, wie er sich das ganze Leben genarrt hat. Wenn er dann rechthaberisch einseitig irgendeine Einseitigkeit intronisieren will, lass es ganz einfach. Du erkennst, dass es wirklich nur eine tote KI in deinem Traum ist. Wenn du jetzt das durchschaut hast, dann musst du das erst gar nicht machen, weil du fängst dann erst gar nicht an, weil du von vornherein schon weißt, wie es ist. Ja. Ich mache mal ein Musterbeispiel. Wir denken uns jetzt den Udo Brösel aus und der ist bei seiner Mutter im Altersheim. Und dann kommt zufällig sein Bruder dazu. Rudolf, rudimentärer Udo. Und ich habe da eh schon längst aufgegeben zum Philosophieren. Ich sage immer wieder, für mich ist es ein ganzer Lieber, aber er ist halt so, wie er ist. Und dann kommt das Gespräch. Ich bin ja eher Spinner, ich bin in einer Sekte für ihn. Der weiß überhaupt nichts, was ich mache oder was es ist. Der weiß bloß, dass ich ein Spinner bin und in einer Sekte bin. Alles, was du nicht einordnen kannst, mit einer Logik gesehen. Und die wieder grinst so schön, wissend. Man kennt es, ne? Am besten im Mund halten. Ihr seid alle in einer Sekte für normale Menschen, für normierte Menschen. Also halt mal einfach den Mund, weil dort die Geistlosigkeit schon darin besteht, dass ich nur auf das neugierig bin, was mir was bringt, was ich als richtig erachte. Was vollkommen Neues wird von einem geistlosen Zombie immer nur bekämpft. Meine Definition, liebe deine Feinde. Liebe das, was dir böse, schlecht, verkehrt, gefährlich erscheint und zwangsläufig auch all das, was dich überhaupt nicht interessiert. Ja. Das sind nämlich all diese Filmfacetten, die du benötigst, um das heilige Ganze zu verstehen. Auf jeden Fall, ich bin da und dann ist so eine Kleinigkeit, ich mache zu ihm, ich mache jetzt bloß einmal für euch, dass ihr mitdenken könnt. Ich sage jetzt so, Rudolf, dreh mal den Kopf nach rechts. Und dann hat er den Kopf nach rechts gedreht und dann ist auf dem Tisch eine Blumenvase gestanden. Du kannst es nachvollziehen. Dreh mal den Kopf nach rechts. Das ist eine Blumenvase. Sag ich zu ihm, wo war die jetzt die ganze Zeit? Ja. Dann sagt er, da gestanden. Ja. Ich sage aber, du hast dich doch jetzt die ganze Zeit in Udo angeschaut und wir haben uns jetzt über was unterhalten. Das heißt, die hat doch jetzt für dich gar nicht existiert. Dann sagt er zu mir, die ist ja trotzdem da gestanden. Ja. Ich sage, ja, das ist jetzt ein logisches Konstrukt, aber genau genommen, wenn du das jetzt beschwörst, dann schwörst du an Meinheit, weil du hast es ja nicht gesehen. Genau. Wenn ich das beschwöre, dass die da gestanden ist, beschwöre ich das, weil das hundertprozentig sicher ist, dass die ganze Zeit da gestanden ist. Mhm. Ich sage, ja, aber begreif doch, die war doch nicht da, du hast sie doch nicht gesehen. So ein Blödsinn, du haben wir doch überhaupt nicht an, von so einer Scheiße will ich doch gar nichts hören, du mit deiner Sekte. Das ist die Reaktion drauf gewesen. Du merkst, der reflektiert, der ist einfach nur eine KI, die nach dem Programm, einzig das Programm da ist, die reflektiert, da ist nichts da, ein Geist, der sagt, hey, das stimmt ja eigentlich auch. Mhm. Der hat ja eigentlich recht. Das sind so die kleinen Beispiele, wenn du das einmal als Brüssel und der Brüssel mit deinen Mitmenschen spielst, soll ich dir gleich von 99,99% von all den Leuten, die du kennst, egal ob die sympathisch sind oder unsympathisch sind, unterm Tisch. Ja, stimmt. Es ist eine erschreckende Erkenntnis für ein rotes Ich. Ich bin das einzige bewusste Ich in diesem Traum.
Geh nicht träumen. Bei Holophilen sieht es aber anders aus. Wenn du nämlich in der Sekte bist, tauchen plötzlich als Brüssel und der Brüssel auf und die grinsen sich gegenseitig an. Und ich sage, ich sehe zwar jetzt auf meiner Verabredung ein ganz anderes Bild wie du, aber der, der das sieht, ist dasselbe. Dass wir unterschiedliche Bilder sehen, ist bloß, weil wir unterschiedliche Programme haben. Jetzt kommen wir in einen Multiplayer-Modus. Mhm. Es ist zwar immer noch derselbe Geist, aber jetzt ist der eine Geist, hat nur unterschiedliche Programme, also den Joystick anders in der Hand. Alles, was du machen wirst, ist immer, es erlebt nur ein Geist. Das ist dieser JCH, der vom Bücherregal. Und dem ist jetzt bewusst, in dem Moment, der Schauspieler, wie ich das nenne, dem ist jetzt bewusst, in dem Moment, wo er in die oder die Rolle spielt, dass er an sich selber, dass sich an ihm selbst nichts verändert. Ich würde auch sagen, wieso, bei einem absoluten Nichts kann sich nichts verändern. Und dieses absolute Nichts, das wir E-Quadrat nennen, ist in Verbindung dann mit dem blauen Ich, rot-braun Ich, mit dem violetten, mit dem lila, die lila Krishna. Eine Frage stellen. Udo, zu dem, darf ich eine Frage stellen zum Multiplayer-Modus? Multiplayer-Modus, sind dann mehrere Joysticks oder sitzen die alle an? Nein, die Multiplayer-Modus, das ist natürlich, ich mache das nacheinander, auch tausendfach erwähnen, wir denken uns einfach eine offene Welt. Und jetzt nochmal, hör einfach zu, das ist hundertprozentig sicher, das ist auf deinen Intellekt eventuell drauf, wenn du mich jetzt sprechen hörst, mehr oder weniger rudimentär, das hängt von deinem jetzigen Leben, von deinem Programm ab. Ich kann mir jetzt zum Beispiel hier, ich kann jetzt sagen, eine Margot vor Udo, gehe ich einmal davon aus, dass wenn jetzt da nicht Holofeeling wäre und die Margot wäre jetzt weiter in ihrem Lebensbuch weiter fortgeschritten ohne Holofeeling, die Sachen, wo wir vor vielen Jahren schon gemeinsam hier Videospiele gespielt haben, noch sehr rudimentäre, Fahrenheit zum Beispiel in Ellingen, ich mache jetzt eine raumzeitliche Geschichte, du weißt, was ich jetzt meine mit dem Spielercharakter im klassischen Spiel. Es sieht so aus, wir haben mittlerweile Videospiele verschiedene, offene Welten. Ich sage jetzt immer zum Beispiel das Red Dead Redemption oder GTA 5, jetzt kommt GTA 6. Das sind offene Welten, du musst dir vorstellen, das sind eigentlich jetzt schon erkennbar Computersimulationen, Programme, die du als Spieler in deinen Computer reinhaust. MechChef ist der Rechnungsführer. Und dann kannst du das spielen. Und wenn wir jetzt rein einmal das Programm, die lilane Ebene nehmen, dass alles, was auf dem Bildschirm, auf dem Monitor deines Computers oder auf der VR-Brille, die gibt es auch in VR, auf der VR-Brille auftauchen kann, alles ist auf dieser Datei, auf diesem Programm drauf. Ja. Das dürft ihr einleuchten. Das heißt, es steht vorher schon alles fest, was prinzipiell auftauchen kann. Und wenn du dich jetzt einmal auseinandersetzt mit GDA, mit diesen zwei Spielen GDA oder dieser Westernwelt, dies, eine offene Welt nennt sich das, die hat eigentlich schon Ausmaße, du kannst da monatelang rumreiten, in der Prärie Tiere beobachten, alles Mögliche oder hier in der Stadt Möglichkeiten wie in deiner Welt. Du kannst in der Tattoo-Studio gehen, du kannst dir Tattoos machen lassen, du kannst in der Billardstudio Billard spielen, in der Casino, in Theatershows, in Vorführungen gehen, in Diner, in feine Speiselokale, in Klamottenläden, die einen Maßanzug machen lassen. Es ist eigentlich hier schon mal ganz grob alles möglich, was du hier machst. Was du dann letztendlich auftauchen lässt, hängt davon ab, wo du hingehst. Ja. Es ist wie im jetzigen Leben. Ich habe deine Frage nicht verstanden, Holger. Vergessen. Es ist wie im jetzigen Leben. Aber alles, was prinzipiell auftauchen kann, ist auf dieser Datei drauf. Mhm. Ein Beispiel, ich schiebe es kurz ein mit FIFA, mit dem Fußballspiel. Ja. Eine DVD mit der Speicherkapazität, wo normalerweise zwei Filme draufgehen. Von der Datenmenge. Rein die Datenmenge im Hintergrund ermöglicht dir, theoretisch unendlich viele Fußballspiele laufen zu lassen auf dem Bildschirm, wo jedes einzelne Spiel so unterschiedlich ist, wie du dir jetzt die Spiele ausdenkst. Mhm. Aber zusätzlich auch noch permanent die Mannschaften komplett und die Aufstellungen der Spieler komplett zu verändern, so wie du dir das jetzt in der Bundesliga denkst. Plus dann natürlich auch ausländische Mannschaften. Und jetzt geht er noch einen ganzen Schritt weiter. Beim normalen Film, wenn wir zwei Fußballspiele, Datenmenge mit Einzelbildern, auf die DVD draufhauen, dann sind es ungefähr 3 Stunden Spielzeit. Dieselbe Datenmenge kann unendlich viele
vollkommen unterschiedliche Spieler, wo du frei bestimmen kannst, wer gegen wen spielt und wie du die Spieler dann noch einsetzt, die von der Reservebank oder die Spielaufstellung verändern. Und dann kannst du jedes einzelne Szene, zum Beispiel beim Elfmeter, beim normalen Bild bist du auf die, was gesendet, was aufgenommen wurde, jetzt ausgedacht von einer Kamera angewiesen. Bei diesen Spielen, die man mit dem Computer generieren, nahezu in fotorealistischer Qualität, kannst du zusätzlich noch in jeder Szene die Kameraposition verschieben. Ja. Ich hinzoomen, wegzoomen und all das. Also jetzt könnte ich sagen, unendlich viele Bildperspektiven und Einzelbilder sind auf derselben Datenmenge drauf, wo normal mit Einzelbildern nur 3 Stunden Film drauf passen. Ja. Bei GDA ist es natürlich dann noch viel krasser, obwohl die Datenmenge unendlich bleibt, unendlich, wenn du da mal in der Innenstadt rumläufst, schon wenn du dich in einem Zimmer befindest und du läufst in dem Zimmer rum und du schaust dich in dem Zimmer um. Du kannst auch in die Knie gehen, du kannst dich auf einen Stuhl draufstellen, wenn du dann nach unten schaust. Es sind die ganzen Bilder, die jetzt kommen und das Zeug schon in den Zimmer alleine, es sind unendlich viele Bilder möglich, wenn es nicht digitalisiert wäre, weil jedes Bild ist ein anderes Bild. Du, wenn dir die Kamera auf der VR-Brille um 1 Zentimeter rüber verschiebst, ist das ja schon ein anderes Bild wie das, weil nämlich die Pixel durch diese Perspektiveveränderung, jetzt wohlgemerkt, wenn ich so mache, das wird nicht bewegt, das werden nur die Pixel anders berechnet. Ja, ja. Diese andere Darstellung, der Pixel erzeugt das Gefühl, dass du nach rechts und nach links schaust. Genau. Aber bewegen tut sich gar nichts. Das ist alles absolut statisch im Mittelpunkt. Ja. Wenn ich immer die Perspektiven mache, dass mein Kopf drehen, Ich kann das auch aufnehmen, ohne den Sensor, den man braucht. Bei Videokameras ist bei einer VR-Brille, hast du mal eine Brille mit einem 3D-Bild aufgrund von 2 flachen Bildern. Und da kann ich jetzt einen 3D-Film laufen lassen, wo ich zum Beispiel jetzt den Kopf nach rechts oder nach links drehe, von der Aufnahme her gesehen, wo ich den Kopf gar nicht drehen muss. Das ist ja schon mal der Trick, dass ich dieses Gefühl, dass ich den Kopf drehe, genau synchron die Bilder auf der VR-Brille verändere. Das ist jetzt übrigens nicht, dass das zufällig die Entwicklung so weit ist, dass man das machen kann, sondern im Anfang ist das Programm. Du bist mittlerweile in einer geistigen Stufe, dass ich dir das einspiele. Ganz nebenbei habe ich absolut dasselbe, kannst du in einer extrem rudimentären Form nachlesen, wie das funktioniert, ohne dass du irgendwas von einem Computer weißt, wenn du Lorber lesen wirst. In den Schriften beschreibe ich, da spreche ich als Jesus, exakt dasselbe Prinzip. Wie erkläre ich das einem Menschen, der in seiner Welt noch keine Computer hat? Ja. Und von Datei nichts weiß? Da habe ich es auch schon erklärt, soweit es möglich war zu erklären. Genau. Darum habe ich jetzt ja hier, spiele ich bei dir jetzt Computer ein. Und ich betone nochmal, wir machen hier kein Science Fiction, wir sind im Jetzt. Wir sind im absoluten Jetzt. Mit einer Vergangenheit und mit einer Zukunft, die du dir immer nur jetzt denken kannst. Und was jetzt bei dir der große Scheidewicht jetzt ist mit Corona, und du wirst ganz definitiv, ich bin der Türöffner. Ich öffne die Tür und ich schließe die Tür. Und wir kommen zu dem Einzelspieler. Das heißt, dieses Programm, wo alles, was prinzipiell an Bildern auftauchen kann, plus alle KIs, die auftauchen als Mitmenschen, ist auf einer DVD und das haben wir jetzt in den Arbeitsspeicher. Da passiert noch nichts. Ich kann nicht einmal sagen, ich haue einen Film in einen Arbeitsspeicher rein, weil in dem Moment, wo der Film läuft, muss ja zuerst das Wichtigste einer da sein, der das anschaut. Klar. Und ich sage jetzt, das ist der Computer selber, der Mech-Chef, der Rechnungsführer, das hebräische Wort. Ich nenne das immer Mech-Chef. Mech-Chefa sind die Gedanken. Meine hat einen Sinn. Ja. Hebräer sprechen das Wort anders aus. Aber nämlich das Mech, das Gehirn, den Chef. Ja. Das ist jetzt das Gehirn der Chef oder du? Und jetzt sieht es so aus, also gut, wir haben jetzt diesen Computer, sprich dich selber, der träumende Geist und du hast jetzt einen gewissen Intellekt, das ist das Programm. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, jetzt müssen wir zuerst einmal feststellen, du musst dir eine Person spielen, du brauchst eine Personifizierung. Das Programm, was ich jetzt das Videospiel, die offene Welt nenne, ist nicht dein Intellekt. Dein Intellekt ist eine KI, die auf dem Programm drauf ist. Ja. Da sind jetzt unheimlich viele KIs. Da ist jetzt mache ich einfach einmal in unserem kleinen Spiel, wir reduzieren das einmal auf die Brösel. Da ist ein Margot, eine Beda, eine Helene, eine Ritter, ein Holger und eine Udo-KI. Das sind ganz einige wenige von Tausenden von KIs. Die sind alle auf dem Programm mit drauf.
Jetzt, welche Rolle du spielst, hängt davon ab, eine dieser KIs machen wir jetzt zu dem, der den Joystick in die Hand kriegt. Dieses Programm ist jetzt zum Beispiel, jetzt im Moment, dieses Programm ist das Bücherregal. Und jedes dieser Bücher ist eine KI in dieser Welt, in dieser offenen Welt. Darum ist es so, dass wir jetzt im selben Videospiel uns befinden, aber unterschiedliche Programme sind. Und wenn du jetzt das Helene-Programm bist, dann zwingt dir deine Logik jetzt das auf, was du jetzt auf der Fahrbrille hast, weil du in deiner Wohnung bist. Das hast du auf der Fahrbrille. Die Ritter hat was anderes auf der Fahrbrille, anderes Programm. Du siehst als Computer nur deine Ego-Perspektive. Ja. Ich erinnere ganz kurz an mein wundervolles, 100-mal erwähntes Wildbad-Beispiel in Weißenburg. Da ist ein Geist, das bist du, und der denkt sich das jetzt aus, diese Situation. Wir denken uns einen Saal, wo 201 Menschen in dem Saal drin sind. 200 sitzen, einer steht vorne auf der Bühne. Das sind jetzt nur Worte und du stellst dir das jetzt vor. Ich mache das Ganze, habe ich so oft erzählt. Wichtig ist, du bist der Geist, du bist der Einzige, der wo was wahrnimmt. Jetzt kannst du dich in diese Unterprogramme, das nenne ich die hingucken, hineinversetzen. Was hat in der Regel der, der auf der Bühne steht und einen Vortrag hält auf seiner Fahrbrille? Vor sich 200 Menschen, die im Saal sitzen, und er schaut in 200 Gesichter. Was ist auf der Fahrbrille von dem, der in der ersten Reihe in der Mitte sitzt? Die meiste Zeit nur ein allereinziges Gesicht, weil der laufenden Vortragenden anschaut. Aber umso weiter du hinter sitzt, da ist natürlich auch nur das Gesicht, weil du das Arm fokussierst. Aber wenn du dich jetzt aufmachst und schaust, was als Ganzes auf der Fahrbrille ist, hat in der ersten Seite nur die Bühne mit dem Sprecher, und umso weiter du hinter bist, kriegst du rein vor dir. Wir gehen jetzt einfach mal, wir schauen das nur genau an. Jetzt frage ich dich wieder, was stimmt daran nicht? Ich erkläre dir was, was hundertprozentig sicher ist, du musst nur meine Gedanken hier mitgehen. Ja, ja. Ich kann dich in unendlich viele Vorstellungswelten hineinführen. Aber wir haben jetzt, du hast deinen Joystick in der Hand und du wirst jetzt immer, wenn was da ist, wirst du reagieren. Das heißt, es geht schon wieder reagieren, da wir im selben Konstruktprogramm aus demselben Bücherregal sind. Sieht es so aus, dass wenn wir jetzt in Weißenburg sind, wenn du nach Weißenburg kommst oder durch Weißenburg durch die Oberdorfstraße Richtung Rathaus läufst, wird zuerst einmal das Rathaus und die Oberdorfstraße, egal wer du zu sein glaubst, weil wir im selben Bücherregal, im selben Videospiel uns befinden, wird es dasselbe Weißenburg sein. Naja. Ja. Und du hast den Joystick in der Hand und du schaust das an und das an. Und ich sage jetzt, das ist so extrem ausschlaggebend, im wahrsten Sinne des Wortes, für die Gedankenwelt, wer du zu sein glaubst. Das geht schon los, wenn du an Läden vorbeiläufst. Die Ritter werden in ganz andere Läden reinschauen wie du, Holger. Oder die Menschen, die KIs, die dir entgegenkommen. Die, wo Holger anfokussiert, sind komplett andere, wie jetzt die Ritter oder sonst wer anfokussiert. Das hängt schon mal davon ab, ob du in deiner Rolle ein Mann oder eine Frau spielst. Wohlgemerkt, der Geist, der spielt, ist weder Mann noch Frau. Du bist das, was deine Logik dir zurzeit aufzwingt. So viel zum Thema Genderwahn und Gleichstellung. Das ist auch ein Programm. Ja. Es sind Einseitigkeiten. Es geht hier nur noch in deiner Welt um einen Riesenstreit, was richtig und verkehrt ist. Und jeder hat eine ganz klare, logische, für ihn hundertprozentig sichere Vorstellung, was richtig ist, und alles andere ist am besten die Welt, wenn wir die ausmerzen. Wenn es nicht mehr da ist. Ich habe übrigens eine schöne Sache in dem vorhergehenden Selbstgespräch, wo ich immer sage, die rechten Sprache, die Rechtszeit, rechts heißt richtig, Richtung, und links ist umgedreht, er ist linkisch, die Linken sind umgedreht. Was jetzt natürlich verrückt ist, weil ich ja vier Seiten habe. Ich sage jetzt, zur Zeit sind eigentlich die Linken angeblich die Rechten. Was sind die Linken? Ich sage immer wieder, das, was dir deine öffentlich-rechtlichen Medien mitteilen, ist voll des Faschismus, aber du merkst, in den Öffentlich-Rechtlichen, die meinen, die sind die Rechten. Die Rechtlichen. Dieses Recht ist ein falsches Recht, ein einseitiges Recht, ein verlogenes Recht. Das, was die Bundesregierung mit ihren öffentlich-rechtlichen Medien jetzt unter Bezahlung in dich hinein impfen, ist sowas für einseitiger Faschismus. Wohlgemerkt, Kach. Ja. Draußen ist gar nichts, halt das zweite Gebot. Genau. Du träumst jetzt. Ja. Du träumst jetzt und du wiederholst Bild. Ja. Jetzt schauen wir ganz kurz, weil es mir einfällt, ein Sprung. Also,
Das ist jetzt immer eine Sache, keine Feindbilder. Wie oft muss ich in Holofeeling nochmal sagen, bei Holofeeling geht es nicht, was richtig und verkehrt ist, sondern was ist das heilige Ganze und was sind die Facetten, welche Perspektiven sind die Facetten? Ich spiele dir das doch ein, es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Du musst dich nicht entscheiden, was richtig und verkehrt ist, sondern zuerst einmal musst du wissen, was du selbst bist. Was automatisch da ist, wenn du dich entschieden hast, absolut entschieden hast. Nicht nur scheinheilig entschieden. Eine Entscheidung ist ein Aufheben der Widersprüche. Oh. Ja. Das heißt, beim Kegel, Schattenwurf, heißt es, die Entscheidung von zwei oder mehreren Möglichkeiten, die zwei Möglichkeiten sind Kreis und Dreieck und die mehreren Möglichkeiten mehr kreisförmiger oder mehr dreieckförmiger, ist nicht die absolute Entscheidung. Die Entscheidung bei der Tasse, die Frage ist jetzt der Henkel rechts oder links, ist nicht, dass du die zwischen rechts oder links oder in der Mitte oder gar keinen Henkel entscheidest, sondern in dem Moment, du hast dich dann entschieden, wenn du weißt, was die Tasse ist. Ja. In dem Moment, wo ich weiß, was die Tasse ist dasselbe wie Politik, aber es ist keine Entscheidung, ob jetzt hier die CDU, die SPD, die FDP oder sonst wer recht hat. Ja. Egal für wen du bist, du hast dich damit selbst entheiligt. Und genauso ist es, wenn ich weiß, was ich bin und mein Bücherregal ist mit den vielen Charakteren. Das vergesse ich auch nicht, wenn ich anfange, ein Buch zu lesen. Das heißt, in dem Moment, wo ich in das Videospiel reingehe, was du aber feststellen, und jetzt denken wir uns mal wieder wie den Wippertsal aus, wir denken uns jetzt ein Kind, an Dini, das sind ja meistens Erwachsene, die jetzt Videospiele spielen in die Gamershows, das sind ja keine 5- oder 6-Jährigen mehr. Klar. Das sind ja meistens 18, 20, 25-Jährige, auch Ältere. Das fasziniert unheimlich, weil du eine Weltflucht machst und fließt in eine Videospielwelt, machst dann Westernhelden oder was auch immer. Aber das Problem ist, du spielst doch jetzt ein Videospiel. Deine Realität um dich herum ist ein Videospiel. Bloß hier, wenn du ein Videospiel spielst, hast du deinen Avatar. Würdest du Angst haben, ob dir jetzt mit Viren kaputt geht oder mit einer Schmerze kaputt geht? Da wirst du öfters beim Videospiel wiederholen müssen. Ich habe hier vor 20 Jahren in den Primitiven, vor 20 Jahren waren das ja noch ganz einfache Videospiele, wenn du reingehst, da musst du Aufgaben lösen. Ganz jetzt GDA zum Beispiel. Mhm. Da musst du immer Aufgaben lösen und erst wenn du diese Aufgabe gelöst hast, wird das nächste Level freigeschaltet. Ja. Du befindest dich zurzeit in einem der untersten Level überhaupt. Das wirkliche Leben wird erst freigeschaltet, so wie du erst frei fahren kannst, wenn du deine Führerscheinprüfung, deine Prüfung bestanden hast. Es ist diese Führerscheinprüfungsbogenwelt. Du hast theoretische Fragen und du hast Praxis. Du fährst ja schon Auto, du läufst ja schon rum in deiner Welt. Aber du bist ein träumender Geist. Es ist wie in der Fahrschule. Du fährst schon Automobil. Selbstbeweger. Aber natürlich immer nur mit ständig wechselnden Bildern. Wechseln Bildern auf der Farbbrille oder Bildern im Bewusstsein. Ich setze dich in Bewegung, aber solange du in der Fahrschule bist, bestimmst du nicht im geringsten, wo du hinfährst. Ob du, an einem leeren Parkplatz vorbeifährst oder ob du einparken musst. Ja. Wer bestimmt es? Herrlich. Ich bin's, der Fahrschullehrer. Genau. Lass dir das Einparken so lange wiederholen bis zum Erbrechen, bis du das beherrschst. Wo sollst du einparken? Gut. In dich selbst. Und wenn du die Prüfung bestehst, dann kannst du frei rumfahren ohne Angst. Ja. Und bei der Theorie haben wir natürlich auch die Theorie. Das ist das, wo ich sage, du musst diese einfachen Sätze verstehen, was wirklich wirklich ist, was denke ich eigentlich, beobachte dich. Also nochmal, ein träumender Geist hat nicht die geringste Freiheit. Das ist eine Erkenntnis bei Holofeeling, die Selbsterkenntnis, dass ich in meiner jetzigen Situation als Avatar, als Joystick-Bediener absolut nicht die geringste Freiheit habe, weil jede Reaktion, die ich tätige, ist vollkommen logisch von dem Programm gesteuert, das ich zum Denken benutze. Mhm. Das sind keine Schuldzuweisungen. Der kleine Sprung auf die Beobachterebene ist doch eigentlich, kann sich jetzt ein Impfbefürworter, den du dir ausdenkst, raussuchen, dass du ihn dir so ausdenkst? Kann sich ein Impfgegner aussuchen, dass du in dir so ausdenkst? Was hundertprozentig sicher sind, dass die zwei Seiten jetzt Gedanken sind, die du dir denkst, wenn ich diese Worte spreche. Und dass ich jetzt diese Worte spreche, du wirst aber nicht glauben, dass sich der Computer, die Datei oder der Udo, den du dir jetzt das ausdenkst,
was du dir auch immer ausdenkst, dich raussuchen kannst, dass du das jetzt denkst. Ich beginne jedes Selbstgespräch, ich erzähle es denen, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Du erschaffst jetzt dieses Video. Du musst dich von dem Wahn lösen, dass du jetzt denkst, aufgrund dieser Worte, dass das vorher von irgendjemandem aufgenommen wurde und ins Internet reingestellt wurde. Alles, was du dir ausdenkst, kommt erst einmal aus dir, wenn du ein träumender Geist bist. Es kann von außen in dich hinein, ausgedachterweise, in dich hineingehen, nur das, was du dir vorher ausdenkst. Weil was du dir nicht vorher ausdenkst, kannst du auch nicht wieder zurückholen. Mhm. Das ist übrigens alles hundertprozentig sicher. Ja. Wenn ich sage, es ist hier und jetzt, versuch doch mal in einer Minute den Arsch vom Stuhl hochzuheben, auf den du jetzt sitzt, eventuell. Versuch es doch. Es ist hundertprozentig sicher, dass du dir jetzt eine Zukunft denken kannst, die dann übrigens genauso kommt, wie du dir das jetzt ausdenkst. Das gilt auch für irgendeine Pandemie, die gar nicht vorhanden ist. Du hast so eine unendliche Vielfalt von Aussagen, das gar nicht loslassen können mit dem Corona. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, was ich euch... Ist deine Frage ungefähr beantwortet mit dem Multiplayer-Modus? Der Multiplayer-Modus ist schlichtweg und einfach, dass wir nur die KI auswechseln, die den Joystick in der Hand hat. Ja. Aber jetzt die Schwierigkeit ist aber dasselbe Programm. Die Schwierigkeit ist, dass wenn du jetzt spielst, und da wird das Ganze, ich betone immer, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen, wird jeder Mensch, den du dir denkst, der hier und jetzt ist, auch wenn du als Brösel unter Brösel bist, ich sage das, ich verweise ihn nochmal als Almener, vollkommen sinnlich wahrgenommen, ich stehe auf der Bühne und denke mir die Menschen aus, die ich auf der VR-Brille habe, die vollkommen sinnlich wahrgenommen werden. Können wir auch in den Wipperzahlen machen. Und wenn ich jetzt einer dieser Menschen zu sein glaube, habe ich ein anderes Bild auf der VR-Brille. Und wenn ich um mich rumschaue, sehe ich sinnlich wahrgenommen, hundertprozentig echt erscheinende, sinnlich wahrgenommene Trockennasen auf dem Körper, die meine Information sind, die genau genommen aber nur auf der VR-Brille drauf sind. Mhm. Okay. Und wenn ich jetzt träume, nur der Geist, der träumt, erlebt den Traum. Und ich sage jetzt, wenn du mich jetzt sprechen hörst, das habe ich in Almenau vor 20 Jahren jetzt gedacht schon gesagt, als Brösel unter Brösel. Du bist eigentlich der Einzige, wo mich interessiert, eventuell noch 4, 5 andere Brösel, wo ich dann merke, die haben die Reife dazu. Wenn du jetzt glaubst, du hörst mich jetzt sprechen, das ist hundertprozentig sicher, du Geist hörst mich sprechen, wenn du jetzt glaubst, dass die Menschen um dich herum, schauen dich herum, wenn du meinst, dass du wirst doch wohl nicht glauben, wenn du jetzt das Margot-Programm laufen hast und du schaust den Peter und dass der Peter mich sprechen hört. Nee. Du würdest ja schon wieder behaupten, dass eine Information mich sprechen hört. Wo war jetzt eigentlich die ganze Zeit dein Peter, wenn du aufmerksam zugehört hast? Ja. Hat der Peter existiert? Kannst du es beschwören? Nee. Jetzt könnte ich den Peter fragen, dasselbe in grün. Da ist ein Geist und du erlebst nur die Perspektive mit den ganzen Wertungen von dem Geist, dessen Rolle du jetzt spielst. Ja. Es ist kein Science Fiction, das ist die Wirklichkeit, die in allen heiligen Schriften, auch in den heiligen Schriften der Naturwissenschaft beschrieben wird. Ja. Okay, wenn du jetzt glaubst, dass die dich auch hören, dann wird es für dich so sein. Und es nützt dir nichts, wenn du meinst, du überprüfst es, wenn du jetzt, frag mal den Peter, ob er dich sprechen gehört hat. Gut, er hat jetzt Holofeeling, die sind eh alle verrückt. Aber mach mal ganz normal das. Ja. Jetzt haben wir die Sache mit den Kisten. Nein. Du wirst gar nicht auf die Idee kommen, wenn du jetzt in einem Saal bist, den Nachbarn zu fragen, hörst du denn da vorne auch reden? Mhm. Selbst wenn du ihn fragst, wird er dich mit großen Augen anschauen und wird sagen, was ist für eine blöde Frage, ich bin doch nicht taub. Aber wieso sagt dir der Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, das? Achte genau, was ich sage. Wieso sagt der von dir ausgedachte Mensch, der sinnlich wahrgenommen in deiner Traumwelt in Erscheinung tritt, ist? Weil du mit deinem Programm letztendlich nur deine eigene Logik zu sehen bekommst. Ja. Ja. Absolut. Du bist jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel, jetzt muss, ich muss immer wieder, denk einfach mit, wir sind in einer kleinen Runde. Und da ist jetzt der Udo und du selbst, egal welches Programm, ob du jetzt die Helene bist oder der Toni bist oder ich, dann muss dir eins klar sein, dass jetzt durchaus, gut, wenn man jetzt in einem gemeinschaftlichen Denken ist, in einer Sekte ist, ich benutze jetzt einmal das Wort, dann im Großen und Ganzen oberflächlich betrachtet sind ja die alle dann gleich, die haben denselben Glauben und dann genauer betrachtet aber nicht. Was meine ich damit? Geh doch einfach in eine politische Partei. Da wird eine Geschlossenheit nach außen hin demonstriert und wenn du dann reinschaust, ist es zerstritten bis zum Es geht nicht mehr. Aufgrund von Machtgeilheit. Geh in Kirchen, geh in deine katholische Kirche rein, dann kriegst du das Kotzen. Das ist sehr negativ.
Es ist Verlogenheit auf jede Art und Weise. Jeder will seinen eigenen Arsch retten und jeder will weiterkommen. Es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Denk an die, sagst du mal, an die vier Seiten. Ja. Also gut, wir machen jetzt einmal eine gemischte, nicht nur Holofeeling-Menschen, sondern auch normale Menschen. Da muss dir klar sein, wenn du die beobachtest, die hingucken, dass da nicht jeder begeistert ist von dem, was der Udo sagt. Jetzt sind wir wieder bei der, ich habe nur ein bisschen ausgeholt, jetzt sind wir wieder bei der Michi. Das heißt, würden wir das jetzt machen, dass der Michi dabei sitzen würde, ohne dieses Spiel vorneweg, wir sagen Trixi Gogo, ich bin bei euch und der Michi kommt dazu. Er würde so einen Filter eingeschaltet haben, weil er genau weiß, er ist der Einzige, der klar denkt und die anderen sind in einer Sekte. Stochastisches Trüffelschwein. Das ist nett. Das ist das, was dann irgendwann einmal klar werden muss. Ja. Das heißt, du suchst, du hörst zu und filterst alles, will ich das glauben oder will ich das nicht glauben? Und du hörst nur zu und suchst mit einer einseitigen Logik, wenn du zuhörst, nur nach Fehlern. Wenn du jetzt, das ist die große Sache, wenn ich Holofeeling nehme, wenn du hörst, ich habe mich da 100 Seiten reingelesen, das ist ein Demokratieleugner und das ist alles Scheiße und das kannst du vergessen, das ist ein Gehirnwäsche, das ist eine Sekte. Das ist die eine Seite, der andere liest dasselbe Buch und der sagt, das hat mich so weggeflasht. Ich sage, bei jedem Satz habe ich mich komplett selber erkannt. Das sind dieselben Reizauslöser, dieselben Worte. Was bestimmt, was du aus dem Wort magst? Jetzt sind wir wieder bei Holofeeling. Ja. Wir schauen mal ganz kurz, wie das jetzt aussieht. Immer wertfrei bleiben. Bildschirm teilen. Gehen wir jetzt ganz kurz einmal in den Chat rein. Vor heute Morgen in den, das ist unser Naturfreunde-Chat von dem Leinfeld-Treffen. Damit sagst du mal unseren Grause. Der natürlich immer noch sehr, ist alles in Ordnung? Denken wir uns jetzt ein Programm. Ich rede von Programmen, nicht von dem Geist. Ich rede jetzt, wenn du Geist bist und du hast das Programm laufen, kannst du nur aufschmeißen, du kannst nur so sein, wie bei einem Programm dir das vorschreibt. Und dann macht ihr jetzt hier OMF-Zentrum. Ich reagiere dann unmittelbar drauf. Jetzt muss ich fast mal machen, der Lied, das ist für OMF. Ist das ein Lied? Du träumst nur? Du träumst nur. Cut. Die Gruppe heißt OMF. Übrigens sehr interessant in unserer Welt der Zufälle, denn ihre Lieder sind kongenial. Ich muss doch ganz kurz zurückgehen. Einen Moment. Da muss ich her. Gleich haben wir es. Dann beenden. Audio dann. So, dann machen wir das doch. Ich wollte gar nicht so weit gehen, aber bloß, dass ich wirklich alles, was in dir auftaucht, ist jetzt ein kleiner Bereich mit Holofeeling. Du kannst jetzt Milliarden von Menschen ausdenken, andere Programme, du kannst einen Chinesen spielen in China, du kannst der Türke sein, ein türkischer Bauer sein auf dem Feld, der jetzt auf dem Feld ist, egal was. Die Menschen, die du dir denkst, sind erst einmal KIs und wenn diese KI-Programm, wo du dir jetzt als eigenständige Leben ausdenkst, die nur so sein können, wie du sie dir denkst und auch nur dann existieren als Information. Ich, der vom Bücherregal, hat alle Informationen in sich gleichzeitig. Das ist unser Thema, wo der Steffens zum Udo sagt, hier, dass ich das schon wieder vergessen habe. Ich sage, IGOP vergesst nie was, gar nichts. So, jetzt schauen wir doch mal schnell rein nochmal. Schau, das ist also hier, das ist natürlich grause Sprache, der hat seine eigene Sprache, verschärft ein OMF-Zentrum seinen Zugang und dann mache ich dieses Video rein. Zwei Seiten gleichzeitig. Er bewundert eine Frau, das ist eine Logik. Diese Logik ist Holofeeling. Und ich habe gehofft, dass du... Es gibt kein Zurück mehr. Das ist ein kleiner Schritt durch die Tür, die ich für dich geöffnet habe. Für manche habe ich die jetzt wieder zugemacht. Unverbesserliche Kleingeister, die ihren Mund nicht halten, die sich nicht selbst disziplinieren können. Selbstdisziplin heißt nicht, dass du unbedingt an dich was verändern musst, sondern die Erkenntnis, wenn du immer und immer wieder dasselbe wiederholst und wiederholst, bleibst du auf dieser Bewusstseinsstufe stehen für die nächsten 1000 Jahre. Ein Dach ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Dach. Du hast es in der Hand. Ja. Das ist jetzt hier, und jetzt kann ich gleich wieder sagen, in deiner Welt kann es jetzt sein, dass das Video gesperrt wird. Das ist halt Kapitalismus, das kann auch nicht sein. Aber was jetzt interessant ist, jeder Text, jede Kleinigkeit, meine Magnitüden zu Welt, wenn du da mal OMF eingibst, passiert was ganz Interessantes. Alle Lieder von denen, Augen auf, ich komme. Aha. Jeder Text ist reines Holofeeling, jeder Text.
Das Labyrinth. Der Sandmann, Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Augen auf. Die Supernova. Wir werden, was wir sehen. Könnte alles von mir sein. Es ist von mir. Egal, was in dir auftaucht, jedes Religionsbuch, alles, alles, was du dir ausdenkst, von mir ist das Programm. Ich habe das Programm geschrieben. Das ist Solo Feeling. Allen voran. Kreuz ich noch nicht. Gott ist ein Popstar. Das ist dein Christus, dein Christuswahn, der wird hier so perfekt dargestellt. Hol dir das her, das Video, wenn du es nicht kennen solltest. Mit Text und ohne Text. Da wird der Banner von der Straße geholt und dann wird er hochstilisiert. Das ist die Wirklichkeit. Das gilt auch für alle, was du meinst, das sind die Guten oder die Reichen oder die Schönen. Dann tut mein Gittchen. Ich nenne jetzt einfach Namen, es ist einfach nur Figuren in deinem Traum. Du bist der Traum, der Geist, der träumt. Du kannst jetzt sein, du bist die Gide oder du bist der Grause, der Michael. Dann hast du komplett eigene, du wachst in einem anderen Zimmer auf, du hast einen anderen Körper, du hast eine andere Umgebung. Dein Wertesystem ist anders, du hast einen komplett eigenständigen Traum. Die zieht jetzt hier den Fall Wilhelm Reich raus. Deutscher Trailer, müssen wir nicht reinschauen. Das Einzige, sie sagt jetzt mit 17 lag ich ein Buch, sie blättert jetzt zurück und erinnert sich von ihm über die Massenpsychologie. Das sind natürlich auch viele Einzelkeiten, die Orgon-Theorien sind natürlich auch, wenn man die falsch interpretiert, ist das relativ trügerisch alles. Ohne Holofeeling ist alles trügerisch, weil man es einseitig auflegt. Und dann reagiere ich gleich drauf, dass ich einen kleinen Auszug mache aus Ich bin du, du wirst gleich merken, wo ich hin will. Und da heißt jetzt schon, du hast nicht die geringste Ahnung davon, wie böse, machtbesessene Menschen meine naturwissenschaftlichen Propheten mitgespielt haben. Wilhelm Reich ist einer davon. Das sind Propheten. Wurde ins Gefängnis geworfen, wo er 57 starb. Ich bin Sascha Mör. Ich sage, ich habe all die Rollen schon gespielt, die du dir jetzt als vergangene Menschen ausdenkst. In Ich bin, du heißt es, als Einstein habe ich elementare Fehler in der Relativitätstheorie, wichtige Sachen übersehen. Das hat die Menschheit in diese Sackgasse des raumzeitlichen Denkens noch weiter hineingeführt. Die will ich jetzt mit Holofeeling richtigstellen. Mhm. Wenn du es verstanden hast, habe ich das mittlerweile gemacht, mein Licht. Seine Orgon-Erkenntnisse wurden in Amerika polizeilich verboten. Das sind dann Bücherverbrennungen gewesen. Du kannst dir den Film anschauen. Das geht an Nikola Tesla, war der große Kampf hier mit dem Edison. Viktor Schauberger ist ins Irrenhaus gesperrt worden. Robert Kroll, sehr interessant. Du kannst in die geistige, wohlgemerkt, immer nur in deine geistige Archive reingehen. Cut! Da außen ist nicht eine Welt mit einer Vergangenheit, sondern in dir ist ein Internet, eine Datei, wo alles gleichzeitig ist. Du musst zuerst akzeptieren, erkennen, dass das im Arbeitsspeicher, der Film, die Filmdatei im Arbeitsspeicher, jedes Bild, unser Videospielprogramm im Arbeitsspeicher, alles, was prinzipiell auftaucht, auch tauchen kann, ist gleichzeitig auf dieser Datei. Ja. Und diese Datei wiederum ist nur eine von vielen Dateien im Arbeitsspeicher, im Internet, die auch alle gleichzeitig sind. Das ist unsere transversale Hierarchie. Aber wir gehen jetzt einmal bewusst ausgedacht in die Vergangenheit. Es existiert ein unterzeichneter Vertragsentwurf vom 24. April 1980, ob du den jetzt noch findest, oder aber unzugänglich gemacht wurde. Wie die ganzen Nazi-Akten übrigens, die Hess-Akten, die immer wieder zugesperrt waren und weggemacht waren und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. So wie zuerst die ganzen Impfabkommen mit der Pharmaindustrie im Europaparlament. Auf dem Briefpapier des Bayerischen Landtags der Groll 1 Milliarde D-Mark von der Bundesrepublik in 2 Raden zusagt, da er den 2. Hauptsatz der Thermodynamik widerlegt hat. Das heißt, da ist jetzt in einer materialistisch-logischen Sinn eigentlich das Problem der Energiegewinnung komplett gelöst gewesen. Unflexible Wissenschaftler, das machen wir jetzt das Nächste. Das ist Geschichte in Facetten ausgedacht. Wohlgemerkt, es gibt keine Seite, wo du mir nicht zeigst, wo ich dir eine andere Seite zeige, wo es Gegenteil behauptet. Und das jetzt in Bezug auf den Film haben wir zuerst einmal hier den Splitter Brandauer. Nomen ist Omen, Klaus-Maria Brandauer. Schau, der polare Rand ist eine Schöpfung von aufgespannten Dingen, hin und her schwingen. Und das ist die Energie selber, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Und dieser Wilhelm Reich, und er ist 3, der Kopf des Schöpfergottes in einer großen Kollektion. Das ist übrigens die C hoch 4 Quintessenz. Das ist C hoch 4 und die Quintessenz ist der 5.
Rot im Zentrum. Die vier Phasen im Einheitskreis, das ist alles physikalische Formen. Aber jetzt pass auf, was jetzt kommt. Unflexible Wissenschaftler und Korrupte, das ist die Seite nochmal, und korrupte politische Lobbyisten, die mir uns jetzt ausdenken, cut, da außen ist nichts. Es ist eine Märchengeschichte. Das ist der Krug, der zum Brunnen geht, solange er bricht, bis du ihn durchschaut hast. Nicht, dass du Feindbilder aufpasst. Ich sage, liebe deine Feinde, liebe die Kehrseiten. Wenn du meinst, du gehörst jetzt zu den Guten und das sind die Bösen, du sollst nicht die Seiten wechseln oder du gehörst zu den Guten und die Verschwörungstheoretiker sind die Bösen. Du suchst dir das ja nicht raus. Dir wird das logisch erscheinen, was deine Logik dir zurzeit aufzwingt, die du zum Denken benutzt. Die nicht deine Logik ist, das ist dein Programm, dein Schwamminhalt. Du bist ein träumender Geist, ein Computer mit einem Videospiel, du konntest dir das gar nicht raussuchen. Weder in welcher Welt du lebst, im Mittelalter, in einem Raumschiff, als Bordingenieur, als Captain, was auch immer, als Außerirdischer. Der Film läuft, das Einzige, was du kannst ihn, du musst ihn anschauen, ob du willst oder nicht. Was du aber noch nicht gecheckt hast, dass du einen Joystick in der Hand hast, wo du die Möglichkeit hättest, alles zu verändern, was du aber nicht machst, weil du jede Reaktion für dich vollkommen logisch ist. Du hast Reizauslöser und du reagierst vollkommen logisch auf die Reizauslöser. Du hättest die Freiheit, was anders zu machen. Du hättest die Freiheit, wenn du einen Film anschaust und du sagst, ist das ein Scheißfilm, dass du aus demselben Film, ohne dass du den Film veränderst, einen ganz tollen, spannenden Film machst. Das sind zum Beispiel die Holofeeling-Bücher. Okay, dass diese korrupten politischen Lobbyisten, die sich am Futternapf der Energiekonzerne messen, wussten Groll im Auftrag ihrer Gönner sehr schnell auszuboten und den Vorgang unschädlich zu machen. Das wurde schlichtweg und einfach weggesperrt. Das kann man nicht brauchen, wenn Milliarden verdient werden mit Kernkraftwerken, wenn das gar nicht nötig ist. Oder Kohlekraftwerke oder was auch immer für eine Logik du anhängst. Für die wirklichen Machthaber deiner Demokratie hat es nämlich den Machtverlust zur Folge gehabt. Aber jetzt streiche Energiekonzerne und setze dafür Pharmakonzerne. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt haben wir das Nächste, das ist aus der Schweiz. Jetzt gedacht aus dir. Schwa. Absolut aktuell. 11.10. Geheimvertrag der EU ist aufgetaucht, zeigt, wie US-Konzern für Impfstoff vorab 700 Millionen kassierte, total 3,1 Milliarden. BioNTech meldet gestern dank seiner Covid-Impfstoffe einen Rekordquartalsgewinn von 3,2 Milliarden Euro. Von Januar ein Quartalsgewinn. Bis Ende September sind es über 7,1 Milliarden. Dann gehst du in die Bild-Zeitung, gestrig war darauf hingewiesen, ich glaube in Mainz war es, wo BioNTech, wo die sitzen, dass die Stadt Mainz hochverschuldet ist, die wurde nur durch das Überweisen der Einkommensteuer von BioNTech ist die Stadt Mainz fast ihre ganzen Schulden weg. Die haben noch nie so viel Geld auf einmal so viel Einkommensteuer bekommen. Mhm. BioNTech ist jetzt natürlich alles cut ausgedacht, der Abstand größte Steuerzahler, Einkommensteuerzahler in der Heimatstadt, wo sie stationiert sind. Gewerbesteuer, oder? Gewerbesteuer. Eine Milliarde, die waren im Minus, haben eine Milliarde Gewerbesteuer von BioNTech überwiesen bekommen. Unsere Corona-Helden. Mhm. Und jetzt schau dir das letzte Selbstgespräch noch an, wie es aussieht mit den Impfen. Das gilt diese Sau. Du lebst in Sodom und Gomorra. Das ist das, was ist. Cut! Du Geisteswung träumst nur. Du bist der Einzige, der das abstellen kann. Kein anderer. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das ist die Botschaft. Du kannst jetzt weiterspielen, du kannst dich weiter zu einem Brösel machen, kannst deine Sachen wiederholen. Du musst ja nichts verändern. Das ist ja eigentlich hier die erste Erkenntnis. Du musst überhaupt nichts verändern. Du sollst nur schauen, Tierchen gucken, sage ich. Genau. Du stellst dich neben dich hin. Und jetzt ist immer wieder wiederholig. Du schaust deine ständig wechselnden Informationen an. Du schaust, was jetzt da ist. Es darf für dich nicht mehr ein Hauch von Kategorie 2 Frage drin sein. Ist jetzt das richtig oder verkehrt? Oder dann noch Kategorie 1. Das ist so und nicht anders. Und jeder, der wo was anders behauptet, stimmt. Egal, ob es um Politik geht, um Religion geht, selbst wenn wir jetzt anfangen, über Physik zu reden. Ich kann immer wieder nur sagen, bitteschön, ich zeige dir in Physikbüchern auf jeder Seite so eklatante Fehler. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Die sind taub dafür.
Du musst immer eins wissen, wenn dir was logisch erscheint. Und jetzt mache ich den Semmelweis nochmal. Du bist, wenn du jetzt Arzt bist, bist du ein Semmelweis. Oder bist du einer der Kollegen um dich herum, die 20 Jahre versucht haben, deine Erkenntnis zu verhindern. Aus welchem Grund auch immer. Weil sie es einfach die andere Logik nicht wahrhaben wollte, weil sie einfach nicht akzeptieren wollte, dass hier du ganz klipp und klar eine Vorstellung hast und der Semmelweis kommt jetzt und sagt, da gibt es irgendwelche Sachen. Das ist natürlich auch wieder eine Sackgasse, diese kleinen Viren, und die du dann reinbringst mit den verschmutzten Händen in die Gebärmutter der Frau, die dran stirbt oder das Kind vergiftet. Das ist ja nichts anderes wie die Viren, die jetzt Corona bringen. Ich sage, das sind Gedanken. Virtuell. Viren sind virtuell. Die Sprache mit Holofeeling kippt es in einen vollkommen neuen Bereich. Ja. Diesen Bereich, den ich die Metaebene nenne, die Metaphern. Du wirst jetzt feststellen, alles, was Worte für Vorstellungen in dir auslösen, im Maße zum deines Programms, diese Vorstellungen sind symbolische Bilder, die dann auf einer tieferen Ebene über die Vatersprache, dann habe ich ja nochmal diese schöne, jetzt das vorhergehende Update. Ja. Der Verstand, wenn ich sage mal schon, der Verstand, Rationalismus ist eine nackte Berechnung, ein Computer, ein Rechensystem, das Bilder aufbaut, Vorstellungen in dir aufbaut. Und der Krug, der zu lange zum Brunnen geht, bis er bricht, hat überhaupt nichts zu tun mit einem jetzt von dir ausgedachten Krug. Was für dich auch vollkommen logisch ist, weil da weißt du, dass das ein Sprichwort ist. Ja. Aber alles, was du in der Zeitung liest, wenn die Reichen der Welt so an Corona-Gipfel zusammenkommen, um die Erdkugel, die du dir jetzt ausdenkst, zu retten, oder dann wird über CO2 gestritten, das sich auf der Erdkugel befindet, zeig's mir. In Wahnsinnswerten, in Zahlenwerten, dass dir gleich schwindelig wird. Was die verdienen oder nicht verdienen in Milliarden, ich sage, ich weiß nur ganz kurz wieder auf mein Sechster im Lotto hin, 1 zu 14 Millionen. Das sind ja Zahlen, das ist ja innerhalb von 2-3 Tagen, jetzt natürlich immer jetzt gedacht. Umblättern 2-3 Tagen. Der Besitz von irgendwelchen Superreichen innerhalb von 2-3 Tagen springt ja von 135 Milliarden Euro auf 150 Milliarden Euro. Das sind hier lächerliche fast 30 Milliarden, das sind ja nur 30.000 Millionen. Also merkst du denn gar nicht, vielleicht bist du neidisch oder nicht neidisch oder dann hast du wieder Angst. Was bist du? Genau. Ich frage dich jetzt, was bist du selbst? Bist du ein Gedanke von dir? Dann bist du einer von vielen Gedanken. Wo ist jetzt der Unterschied, ob du an dich selbst denkst als Trockennasenaffen oder an einen Benzos oder an einen Trump oder an wen auch immer? Oder an Rümpelstilzchen oder an Schneewittchen oder Superman? Der Unterschied besteht darin, dass wenn du an dich denkst, dass du sagst, das bin ich und die anderen Gedanken, die anderen Informationen bin ich nicht. Ich bin bloß diese eine Information. Und selbst da schränkst du dich jetzt ein auf den aktuellen Trockennasen auf dem Körper, weil die Schwierigkeit der 4 Stufen der Vergessenheit ist, sobald du eine sinnlich wahrgenommene Information wahrnimmst, ist in deinem Programm was drin, dass du damit überhaupt nichts zu tun hast, außer du denkst an deinen Körper. Ja, so ist es. Wenn du ein bewusster Geist bist, bist du immer, dann bist du ein Klein, du bist zwar noch nicht El Hayom, Gott das Meer, aber du bist in einem gewissen Maß ja genau zu eine Seele. Ja. Noch genauer eine B-Innenseele. Ja. Ein Binnensee. Ein B-Innensee, der leer ist, auseinandergeschmissen. Ja. Und wenn du jetzt wieder meinst, das ist Zufall, nein, das ist Deutsch-Ivri-Vatersprache. Das ist ein Computerprogramm, ein göttliches Computerprogramm. Schön. Und du bist der Einzige, der du mich jetzt sprechen hast, bin der Einzige, den das bewusst werden kann. Mhm. Niemals irgendeine Figur, die du dir jetzt ausdenkst. Mhm. Gleichgültig an wen du denkst. Unter uns, das, was ich euch jetzt erzähle, war es nicht einmal der Gott, an den du vielleicht bis jetzt geglaubt hast. Wieso? Weil der Gott, an den du jetzt bis dato geglaubt hast, der im Himmel oben vielleicht, auch ist ein Gedanke von dir. Ja, genau. Ja. Es ist nicht schrecklich, wenn man plötzlich mitkriegt, hey, ich bin ja mächtiger wie der Gott aller Religionen, die ich mir ausdenke. Weil ich erschaffe die Religionen, nicht der Gott, den du dir ausdenkst. Dann die angeblich, die von dir jetzt ausgedachten Menschen in ihren Religionen glauben.
Das ist hundertprozentig sicher. Jetzt kippt es in einer eigenartigen Form um, dass das sehr, sehr religiös ist, sehr gottbezogen ist, aber in Bezug auf den Gott, der Wölklicht, das Wölklicht für alles ist. Das ist die C hoch 4, das ist unser Einheitskreis. Aber über diesen Gott, der jetzt ja immer noch was ausgedacht ist, ist dieses Licht, diese Energie, E-Quadrat, steht dann nochmal was, das absolute Nichts. Genau. Das ist es allumfassend. Gott halt. Und der sagt zu dir, du bist ich. Und ich öffne die Tür und ich schließe die Tür. Und ich betone immer wieder, wenn du mich jetzt sprechen hast, bist du ein Geist? Und dann bist du ewig. Und ich drohe dir nicht, aber ich lasse dich je nach Reifestufe dann in deine vollgeschissenen Winkel, sprich in deiner Welt. Du kannst jetzt, wo ich sage, ich zünde deine Welt an, wenn du das nicht glauben willst. Dann wirst du merken, jetzt können wir natürlich jetzt mit der jetzigen Logik, die du zum Denken benutzt, kannst du jetzt hochspinnen, wie die Zukunft weitergeht. Und immer daran denken, du kannst alles, was du jetzt denkst, wenn du glaubst, dass es da außen ist oder passieren wird, auch realisieren, was letztendlich hast. Du magst aus reinen Gedanken hier und jetzt sinnlich wahrgenommenen Informationen. Dann kannst du deine vor den Krankenhäusern beweisen oder du kannst dir dann Tiere ausdenken, die leiden müssen und so weiter und so weiter. Du wirst irgendwann einmal als erstes verstehen müssen, dass Gedanken von dir als blau wahrgenommene Sachen, Informationen gleichgültig, ob die sinnlich wahrgenommen werden oder ob sie nur feinstofflich jetzt bewusst von dir gedacht werden, dass die das gar nicht mitkriegen, dass du sie denkst. Mhm. Und was du denkst, wenn du jetzt jemanden denkst, der Schmerzen hat, das ist ein Gedanke. Der kriegt ja die Schmerzen, damit du dir in die Kiste reindenkst. Da ist immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Peter, das ist deine Kiste, wo du dich noch reindenkst. Wie mächtig ist die Kiste noch? Ja, genau. Das ist das Problem des Festhalten. Irgendwie, was ist? Ich könnte jetzt Namen wieder austauschen. Du wirst die Demut lernen, nehme dein Kreuz auf dich. Das ist diese Symbolik von diesem Christus. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, dass ich der Einzige bin und ich ist mit Sicherheit nicht das Pickelmännchen. Ich sage das jedes Mal dazu. Du bist viel mächtiger wie er, weil du kannst mit deinem Schlipp das Pickelmännchen jetzt ausschalten, wieder zurückschicken in die Hölle, nee, ins Zentrum, aus dem alles hervorkommt. Genau. Es ist übrigens der Himmel. Aber nicht der Himmel, den du dir nach oben lenkst, sondern HM, LHM. Das ist das Meer, aus dem alle Gedankenwellen auftauchen. Mhm. Und jedes kleine Wort ist ein Kleinod, glaube es mir. Das kann man sich aneignen, ist ein Akt der Reife. Wenn solange du noch in die Hosen scheißt, kommst du nicht in die Schule. Wenn du in die Schule kommst, ist von dem Säugling nichts mehr da, auch körperlich. Darum sage ich, der Wahn, einen Körper am Leben erhalten zu wollen, schon dieses Verwaschen zwischen dem Wort Mensch und Körper. Jetzt bring mir doch deine Ärzte, deine, wenn du dann die großen Fachleute hast auf der Klinik, die dir sagen, ihre Intensivbetten sind voll. Die Herzen transplantieren oder denken wir uns jetzt, sind das alles nur Gedanken. Ich sage, was willst du von dir ausgedachten Figuren erwarten, die nicht einmal wissen, was der Unterschied zwischen einem Mensch und einer Facette dieses Menschen, eines Körpers, eines Untersystems ist? Dein momentaner Körper in Bezug auf dich, auf Mensch, ist ungefähr so viel, wie wenn du dir jetzt eine Erdkugel denkst und du denkst dir ein Sandkorn. Mhm. Das Sandkorn ist ein Teil von der Erdkugel. In deinem Leben, aus dem diese ganze wundervolle Welt und sogar die ganzen Galaxien und der Makrokosmos, den du dir ausdenkst, entspringen können, wenn du an den Makrokosmos und Galaxien denkst. Das ist ja alles auf deinem Programm drauf. Und die ganze Mikrowelt der Quantenmechanik, die du dir ausdenken kannst, du musst ja bloß die entsprechenden Internetseiten aufmachen. Ja. Ein Spiel, wenn du mal mit dieser Kiste vor dir spielst, die du dir jetzt ausdenkst, die deine Information ist. Ich habe im Fiegenstall-Vortrag schon so Kleinigkeiten machen, wenn man hier nur der Google-Übersetzer, der automatische Google-Übersetzer. Ja. Das alleine ist schon ein Kleinod, wenn du spielen kannst, wenn du mal fantasievoll bist, dass du dir dieselben Sprachen vorlesen lässt, in unterschiedlichen Dialekten. Da musst du jetzt erst einmal drauf kommen. Das muss dir einfallen, das ist Kreativität. Ich mag es jetzt nicht nochmal. Gib irgendeinen Satz oder was in Google-Übersetzer ein. Man sollte ja fast das nochmal für eine, die das erste Mal hören. Und dann mach Eingabesprache Deutsch, gib einen deutschen Satz ein und dann tust du oben Eingabe Französisch oder Englisch oder sonst was und dann kannst du das ja vorlesen lassen. Und dann wirst du feststellen, dass der Lautsprecher komplett andere mit Akzent spricht. Ja.
dass du jetzt schon merkst, dass aus denselben Lautwesen, dass man die sehr unterschiedlich aussprechen kann. Ja. Hängt vom Programm ab. Ja. Und wenn wir jetzt in die Phonetik gehen, nur das Thema der Phonetik, wie entsteht eigentlich menschliche Sprache jetzt rein physikalisch, mechanisch gesehen? Das kannst du studieren. Aber du musst dir eins klar sagen, das ist wie wenn ich Medizin studiere. Phonetik ist es so, wir könnten jetzt über Jahre, auch Astrologie, könnten wir nur in die Phonetik gehen und alles, was du aus deinen Büchern aus dem Internet kriegst, ist noch ein Nichts mit Holofeeling, weil es noch tausendmal präziser. Wir machen ein kleines Beispiel, wenn ich dann zum Beispiel das Aleph und das Ain, die zwei lautlosen Konsonanten, habe ich oft erklärt, keine Angst, ich gehe nicht drauf ein. Wenn wir jetzt die Internetseite für Phonetik aufmachen, hast du zuerst einmal so einen Schädel, wo die Sprechwerkzeuge drin sind. Die werden dann alle genau bezeichnet. Das heißt, die Lippen, der Mund, die Stimmen, die Zungen, das heißt ja dann so schön, gerade jetzt in die Sanskrit-Zeichen, wo wir ja wesentlich mehr Zeichen haben, da wird es ja schön aufgefächert dann in Lippenlaute, in Gutturallaute und so weiter und so fort. Und dann wirst du merken, dass mit Holofeeling diese Konsonanten hier, die Hebräischen, dass das so exakt zusammenhängt. Wir machen ganz einfach mal das N. N ist ein Konsonant, du sagst N. Da müsste jetzt dir schon wieder auffallen, dass da ein E, ein Vokal davor hängt. Margot, sag einmal bitte N. N. Jetzt machen wir nur ein N, ohne das Vokal. N. Okay, so, und jetzt nimmst du mal, denk mal an deine rechte Hand. Okay, die schiebst jetzt vor die Fahrerbrille. Mhm. Mach das so. So, die Hand, so, die zwei Finger nehmen, so. Machst du so, so. Mhm. Und jetzt mach, und dann halt dir die Nase zu. Was ist denn los? Geht nicht. Ab, die Nase. Existenz, das Herausragende. Ja. Wenn du die Polarität zumachst, die zwei Nasenflügel zusammendrückst, Lüge, F, eine Facettenlüge ist plus eine Facettenlüge ist müde, wenn du die... Genau. Meinst du, das ist Zufall? Nein. Wir können nur, wenn ich jetzt nur eine Woche mit dir, wenn du neugierig bist und die Grundlagen von Holofeeling hast, gehen wir die ganzen Buchstaben, die Sprechwerkzeuge zu, wie die, mein A, E, I, O, U. Mhm. Und dann hinten in der Gurgel A, E, I, O, U. Du machst hinten auf und zu oder vorne auf und zu. Das Aleph existiert nicht, wenn du über mich drüber schaust. Das beginnt mit einem B. Dann beginnt was zum Existieren. Unser J, unser Aleph selber, die Eins, das Uni, das vor allem steht, wo alles heraus ist, kann aus dir nichts. Es gibt keine Außen, keine blaue Existenz. Wenn du das zumachst, wird nämlich dieses was wir uns natürlich jetzt in die Länge ziehen, zeitlich, fällt zusammen in einen Punkt. Das ist das rote N, das ist das absolute Sein. Das ist der symbolische Hintergrund für die ganze Mechanik. Darum sage ich, alles, was in Büchern drinsteht, stimmt. Aber die Vorstellungen, die du dir dabei erzeugst, mit den Worten, mit den Bildern, sind immer materialistische, raumzeitliche Vorstellungen. Du meinst, du hast damit nichts zu tun. Holofeeling öffnet dir eine unendliche Vielfalt von neuen Möglichkeiten, wenn das installiert ist. Und es ist nicht für die Menschheit, die du dir ausdenkst, weil ich kann Gedanken von dir wirklich gar nichts erklären. Na. Ich erkläre es dem bewussten Denker. Ja. Und dann wirst du irgendein vollkommen neues Brüderlichkeitsgefühl kriegen, wenn du begreifst unter Holofeeling, dass da über uns was schwebt. Und ich sage dir ganz genau, wer das ist. Das bist du. Du bist der, der uns alle ausdenkt. Und jetzt haben wir wieder zwei Seiten. Welche? Die Geistesfunk im Hintergrund und welche, die nur Dodekoi sind, nur Programme sind. Das ist jetzt das, wo ich sage, und die überleben sowieso nicht. Das heißt, also Menschheit retten zu wollen, eine Erdkugel, es ist immer ein Aufrechterhalten wollen eines dogmatischen Denksystems. Gleichgültig, ob das ein religiöses Denksystem ist oder irgendein weltlich-politisches. Den Kapitalismus am Leben erhalten wollen. Setz irgendeine andere Ideologie, Idiotie ein, den Empirismus am Leben erhalten, den Rationalismus. Das eine gibt es nicht ohne das andere, wenn du die große Kollektion verstanden hast. Ja. Okay. Oder das Judentum. Das ist dasselbe wie mit der Politik. Geh doch dann nach Israel und schau, was los ist. Ich habe das so oft erwähnt. Das ist doch nicht, dass es die Hebräer gibt, dass es die Juden gibt. Mhm. Es ist wie wenn ich sage, es gibt Christen. Ich bin der Christ. Ich sage dann, welcher? Ja. Du bist der Christ, wenn du meine Gebote hältst. Ich betone, meine Gebote hältst. Glaub mir, ich bin der, der ich bin. Und das beginnt mit Liebe deine Feinde. Lieb alles, was du nicht kennst, mach es dir zu eigen und sorge dich nicht um morgen, weil morgen wird sowieso nichts passieren. Genau.
Und ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist, weil ich denke mir jetzt uns beiden aus. Mich und den, den du zu sein glaubst. Und wenn ich das vergesse, wer ich bin, bin ich plötzlich bloß noch der Brüssel vom Computer, der eine Scheißangst hat, seinen Körper zu verlieren, obwohl der sich doch hundertprozentig sicher schon in dem diese Information schon auflöst, wenn du nochmal dran denkst. Was ändert das an dir selbst, an den, der mich jetzt sprechen hört, der mich ausdenkt? Was ändert das, wenn du nicht mehr an den Brüssel Uder denkst? Was ändert das an dir? Genauso viel, wie wenn du nicht mehr an deinen Körper denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Merkst du, das ist eine extreme Vereinfachung, die es auf den Punkt bringt, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Punkt, der wie ich, J-C-H-I, dick ist, der im Zentrum ist. Ja. In dem Zentrum, das immer ist, das ewig ist, im Meer, das Meer, das mir uns als Welle oben unten oder als eine riesen Wassermasse ist, eigentlich nur ein Punkt. Der Urknall, bevor er geknallt hat. Punkt. Ja. Oh. Ja, das wiederhole ich und jetzt sollen wir mal sagen, jetzt können wir ja bewusst raumzeitlich denken. Bei der rechten Hälfte, bei der linken, bei der Ritter, das sind Urgesteine, seit fast 25 Jahren. Ein Viertel ist Jahrhundert, 1 durch 4. Die 1-4er-Struktur. 1-4. Wo ist das jetzt ein Endpunkt? Weil wir jetzt die Peripherie wieder zurückholen. Und den Rest muss man geschehen lassen, egal wo man jetzt ist. Und bei Holofeeling Armwissen, das sind viele, die jetzt wirklich älter werden und das machen. Und der Körper ist halt hartnäckig ohne Ende. Anderen sind wieder fit ohne Ende. Schau, Margot, Bäder und nimm die Helene. Die kann nur Danke sagen. Aber für was eigentlich? Ist doch derselbe Geist. Du bist doch der, der sich jetzt die Margot, den Bäder und die Helene ausdenkt und sich selbst ausdenkt. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du jetzt ein Bäder-Programm laufen hast und dann an den Körper denkst, denkst du an eine ganz andere Krücke, wie wenn die Helene. Das ist ein Wunder, die sprüht vor Energie. Wir können jetzt noch andere Namen nennen, aber ist das besser oder schlechter? Das hat damit nichts zu tun. Du wirst merken, weil alles in jedem Leben lernst du was. Irgendwas anderes. Selbst wenn du einen Vollhonk spielst. Du lernst sehr viel, wenn du das bewusst machst. In der Regel sind halt die Vollhonks meistens wirklich bloß geistlose Kois, nur Gedanken. Das ist das, was ich jetzt nochmal sage. Du musst zuerst, wenn du auf der Bröselebene mit Menschen zusammen bist, zuerst einmal in kleinen Fragen, die kriegen das gar nicht mit, schauen, ob ein Hauch von Neugier da ist, auf was, was sie nicht kennen, was für sie feindlich war. Ich mache das als Ude immer spielerisch, so in ganz einfachen Sätzen. Und wenn da nichts ist, außer Rechthaberei, nur ein Zitieren von Wissen, unser Stefan, der natürlich auch ein Geistesfunken ist, wo ich sage, ich bin auch ein Stefan, die meinen, die wüssten was, wenn sie irgendwie bloß ständig Internetseiten über Daoismus und so reinstellen, haben überhaupt keine, die so oberflächlich wie ein Christ, ein normaler Christ, egal in welche Kirche du rennst, in der katholische, in der protestantische, zu den Zeugen Jehovas, zu den sieben Tage, sieben Köpfe-Idioten oder der methodistischen Kirche, egal was, du tust dich an der kleinen Sekte und meinst, du hast den richtigen Glauben wie die anderen. Ja. Es ist auch richtig, aber so minimal, so klein. Genau. Und die 14-Jährige, die hier einen Riesenaufstand macht, weil sie meint, sie braucht ein Zungenpiercing und die Eltern sagen, du brauchst das nicht. Du kannst die nicht erreichen, glaub es mir. Schon aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt von Gedanken, von Informationen reden. Das ist. Wenn du überhaupt einen erreichen kannst, musst du zumindest im Hintergrund ein Geist sein, und der zeigt durch Neugier auf das, was er noch nicht kennt. Ja. Das zeigt, dass hinter der Maske eine winzige Facette von uns selber ist. Und jeder, der alles, was ihm unlogisch und böse erscheint, bekämpft, das ist die Masse. Breit ist der Weg der Masse in die Verdammnis. Im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, du wirst einen Punkt kriegen, wo du selbst als Atheist jetzt als Brösel auf die Knie fällst und Gott dankst über diese 10 Gebote oder über die Heiligen Schriften. Wir können auch den Koran nehmen. Ich habe hier, wenn wir in den Koran reinlesen, ich habe das sich eine einzige Sure von den Suren, habe ich einmal einigermaßen in Ansätzen, da bin ich im Blindfeld-Vortrag im ersten oder im zweiten schon drauf eingegangen. Lesen wir mal mit Holofeeling den Koran. Du wirst immer nur sagen, stimmt, stimmt, egal was ich dir gebe. Wenn du wertfrei schaust, das Problem von stimmt oder stimmt nicht, ist immer der zwanghafte Vergleich mit deinem einseitigen Intellekt, mit deinem einseitigen Programm. Wenn du das einmal durchschaut hast, wirst du große Augen kriegen, weil du plötzlich jedem recht gibst. Ja. Du kannst logisch nachvollziehen, wieso von dir ausgedachte Impfbefürworter sich impfen lassen.
Du kannst auch logisch nachvollziehen, wieso sich die nicht impfen lassen, die das für schlecht halten. Ja. Weil wenn du diesen Glauben hättest, würdest du genauso funktionieren wie ein Mechanismus, ein Gehirn-Ich, A-N-I, die schöpferische Existenz deines Intellekts oder eines Intellekts. Mein Intellekt. Ja. Holofeeling ist alle intellektuelle Systeme gleichzeitig, alle Perspektiven auf den Punkt gebracht. Genau. Und dann sitzt du da, sagt der Udo immer, wie bestellst du nicht ab, kurz. Ich werde dich abholen in dem Moment, wo du es im tiefsten Innern verstanden ist und keine Sekunde früher. Du musst komplett aufgeben. Jetzt ist ja auf ist AOB. Schöpfer UB, Geist ist eben. Ja. Das heißt, du musst vollkommen wertfrei sein. Egal, was du anschaust, du schaust einfach, was jetzt da ist. Und wenn du jetzt an deinen Körper denkst und du sagst, das bin ich mache jetzt im Bädern und du hast Schmerzen oder du hast keine Schmerzen. Das ist wie wenn du aus dem Fenster schaust und du sagst, die Sonne scheint oder es regnet. Und jetzt haben wir da auch schon wieder festgestellt, ich sage, dein Leben ist wie das Wetter. Das schlägt unberechenbare Haken und du hast keinen Einfluss drauf. Ja. Ja. Das ist übrigens dann auch immer, wenn du die Zahlen siehst jetzt, Corona-Impfzahlen, kannst du es beschwören? Das große Problem jetzt, die Zahlen, das sind immer, was für stochastisches Denken hast du? Soll ich dir mal 5, 6 sagen, jetzt Holland, geh mal nach Holland. Kannst du ganz gleich nachschauen in Holland, das ist je nachdem, was du machst, aber hier, es ist immer hier. Die Dateien, es wird so sein, stochastisches Denken wird die Sachen zutage fördern im Internet auf dem Monitor, wo du dich gut fühlst oder schlecht fühlst. Ob du eine Bestätigung brauchst, dass das stimmt, dann kann man laufen, dass das überhaupt nicht stimmt, dass die voll sind, die Krankenhäuser, oder dass die Zahlen, jetzt zum Beispiel Bild heute Morgen angeschaut, gestern, dass es Lüge ist, dass hier einer ganz Journalist sagt, schlicht und gerade ist alles, was hier ein Söder verbreitet, dass 90% hier nicht geimpft sind, es ist schlichtweg Lüge. Du kannst die offiziellen Zahlen dir holen, die wir uns jetzt natürlich ausdenken, dass die für ganz Deutschland gelten vom RKI, und es wird schön geredet. Das ist der Bix. Der Bix. Hol dir doch irgendeine Kopfschmerztablette oder was, dann hast du 2 Seiten Beipack. Aber das Ding ist ein Bix. Das ist ja das Neusprech. Neusprech. Das ist mit Sprachen, das wird alles so schön in die Niederungen gezogen, vereinfacht. Und jetzt können wir uns Pharmaindustrie und korrupte Politiker ausdenken. Eine von der Leyen, wer hat es eigentlich geschwatzt, wer hat es in Auftrag gegeben? Ja. Es landet immer wieder beim Steuerzahler, aber was, wenn wir uns jetzt reich denken, was ich mit dem Geld anfange, wenn ich noch auf mein Konto jetzt noch mehr Nullen dran mache, wenn es doch bloß ein Gedanke ist. Das, was mächtig ist, ist der, der sich's ausdenkt. Weißt du, wenn du die einfachsten, du Geist, das ist ein Vorwurf, wenn du die einfachsten Sätze, die ich mit Holofeeling predige, nicht akzeptierst, dann gehört's dir nicht anders. Ja. Dann hört's dir nicht anders. Ja. Ein Denker ist der Gott für das, was er denkt. Er ist der Schöpfer für das, was er denkt. So, und jetzt beobachte doch einfach, was du mit deinem Programm dir alles ausdenkst. Mach dir das bewusst. Du bist Bewusstsein. Bist du Bewusstsein? Mach dir bewusst, was passiert, wenn du ins Internet gehst, was für Seiten du vorrangig ansteuerst. Wo du wieder Worte hörst oder Pixelmännchen, die dir irgendwas erzählen. Es sind zuerst einmal, wenn du träumst, deine Gedanken, die von dir ganz gezielt, weil du den Joystick in der Hand hast, ständig immer wieder hervorgerufen werden. Immer wieder hervorgerufen werden. Ganz schlimm ist, wenn du jetzt sagst, ich will die Scheiße nicht mehr denken. Mhm. Das ist, dann hast du nämlich ein Feindbild. Mhm. Und ich sage, jeder Beobachter von was, egal auf welcher Bewusstseinsstufe er steht, wenn du mit irgendwas, was in dir auftaucht, nicht einverstanden bist, wenn du das anders haben willst oder vernichten willst, das ist ein Bastelstückchen vom Heiligen Ganzen, das nur herausgespiegelt wird, ohne dass es herausgenommen wird. Und das nicht haben zu wollen, entheiligst du dich. Richtig. Und wenn du es anders haben willst und es verändert, ich will das ja aber anders, kannst du es nochmal zurücklegen, obwohl es ja gar nicht herausgenommen wurde, dann bist du auch entheiligt. Ja. Das ist das, was ist. Ein Tierforscher, das ist der bewusste Geist, der seinen Traum beobachtet. Der will überhaupt nichts verändern. Jeder Beobachter, der mit was nicht einverstanden ist oder was anderes haben will, ist ein blindes Arschloch.
Also was du hast dann mal feststellen, dann derjenige, mit dem du dich dein Leben lang verwechselt hast, ist ein blindes Arschloch. Mhm. Weil der nur rumnörgelt an allen. Mehr oder weniger. Ist ein Akt des Selbstbewusstseins, dass man das an sich selbst erkennt. Aber jetzt ist die nächste Frage, nächste Bewusstseinsebene, wer ist derjenige, der sich den jetzt ausdenkt? Ja, ich. Jetzt kommst du in das rote Ich. Genau. Das war jetzt ein ausgedachter Mensch, der an einen rumnörgelt. Jetzt kommst du in das rote Ich, da beginnt der Bewusstsein erst. Richtig. Der, den du beobachtest, wenn die rumnörgeln, das sind ja schon Figuren, die von dir erschaffen werden. Ja. Mit Holofeeling kommst du jetzt in ein Dilemma, weil du jetzt erkennst, was es heißt, ein blindes Arschloch zu sein, was das für ein Chaos in dir auslöst, was, ich sage mal, auch emotionales Leid und Ängste entstehen ja durch deine Reaktionen. Dann wirst du plötzlich im unbewussten Zustand erkennen, hey, ich kann es ja nur abstellen, wenn ich kein blindes Arschloch mehr bin. Also versuchst du dir das abzugewöhnen, ein blindes Arschloch zu sein. In dem Moment bist du natürlich schon wieder ein blindes Arschloch, weil dann bist du dann nicht damit einverstanden. Genau. Das ist das Dilemma. Ja, das Dilemma. Ein Tierforscher schaut einfach nur, ohne mit irgendeiner dieser Figuren zu sympathisieren. Ohne an der Einseitigkeit dieser Figuren mitzuleiden. Mhm. Und jetzt dann immer wieder, du beobachtest, was jetzt da ist. Das ist einfach nur zwei Hälften, sinnlich wahrgenommene Information, Verabrede oder Gedanke. Kannst du dir bewusst machen. Mhm. Wenn wir jetzt von Politikern reden, ist es eindeutig nur ein Gedanke. Und du wirst Politiker als Ganzes nie auf die Verabrede holen können. Du kannst dir einen Bundestag auf die Verabrede holen, wenn du da reingehst als Zuschauer. Aber die Politiker ist wieder bloß eine kleine Facette, weil in deiner ausgedachten Welt gibt es ja noch viele, viele andere Politiker. Es ist einfach nur ein Bild aus der Datei Politiker. Ja. Ja. Und jetzt ist es natürlich interessant, dass du jetzt sympathisierst, das sage ich immer wieder, und jetzt beobachtest du, dass du auch ein Gefühl hast von, das ist richtig oder das ist falsch. Darum betone ich immer wieder, du musst dir bewusst machen, wenn du mit zwei oder mehreren Möglichkeiten, Denkperspektiven, Politik, Religion, egal was es ist, konfrontiert wirst, wirst du ganz klar, kannst du Geist dir bewusst machen, mit welcher Seite du sympathisierst. Du leidest dann an dieser Einseitigkeit. Und alle anderen sind an dich für dich verkehrt. Falsch oder unnötig oder wie du es auch definierst. Das sollst du dir bewusst machen. Und jetzt kommt der Witz, dass du jetzt, Beispiel Wipperzahl, da du dich auch in andere Köpfe, andere Perspektive, in andere Programme reinschauen kannst. Muss dir klar sein, würdest du mit der anderen Seite sympathisieren, wäre dir das genauso logisch wie die Seite. Und dieses Spiel kann nur Geist spielen. Erwartet es nicht von den Menschen. Weil die Menschen in deinem Traum sind Spiegelbilder deines Intellekts. Unendlich viele, ein Spiegel, der zerbrochen ist in unendlich viele Facetten in einer Tetraederspiegelstruktur. Das heißt, in dem Moment, aber das Schöne, wir gehen auf den Urspiegel zurück, dass die sind Figuren, die von dir erschaffen werden, aber es sind gespiegelte Figuren. Das heißt, wenn du zum Lächeln anfängst, wenn du einen Frieden in dir findest, wenn die sich, ob sie wollen oder nicht, und du denkst ja noch chronologisch, wann die sich verändern. Ich habe in einem der vorhergehenden Selbstgespräche mein kleines Beispiel. Mir geht wieder als Brösel unter Brösel. Geh einfach in die Stadt zum Einkaufen als Brösel jetzt. Mhm. Vor April, du steuerst dein Männchen. Du gehst einfach in die Stadt und du machst ein kleines Experiment. Und du wirst feststellen, alles, was ich dir sage, wenn du meinen Gedankengang mitgehst, wird genauso funktionieren, wie ich dir das jetzt erkläre. Du läufst einfach gedankenverloren durch die Stadt, Fußgängerzone. Mhm. Dann wirst du feststellen, dass lauter KIs wie in einem Videospiel VR-Brille natürlich an dir vorbeilaufen. Die große Masse wird dich überhaupt nicht beachten. Ja. Das ist es. Und jetzt gehst du in die Stadt und du schaust, wenn dann auf dich zukommt. Das sind KIs, Figuren, die so programmiert sind. Du schaust einen, der 15 Meter von dir weg ist, direkt ins Gesicht und lächelst ihn an. Und du merkst an der Mikromimik des Gesichtes, dass diese KI wie mit einem Suchgerät selbstfahrendes Automobil, wenn man das selbst, denk an Tesla oder was jetzt, neues selbst, er registriert, da schaut mich einer an, natürlich kriegt die KI das nicht mit, sie ist bloß so programmiert, ist nur ein Programm, du bist das Komplettbewusstsein. Der schaut mich an, du siehst an der Mikromimik, dass diese KI erkennt, dass du sie anschaust, so wie einen Fußgänger erkennt, ein Auto, ein automatisches Auto, das Auto und die Computer kriegt das ja nicht mit. Und sie wird zurücklächeln, sie lächelt dich kurz zurück. Jetzt haben wir aber nur eine Möglichkeit von drei Möglichkeiten.
Das ist immer These, Antithese, Synthese. Es werden auch welche auftauchen, wo du auch merkst an der Mikromimik, dass du sie anlächelst und die werden zumachen. Genau. Du schau mich nicht an, lächel mich nicht an, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das ist die zweite Seite. Und es gibt welche, die sind total tot, die reagieren überhaupt nicht, egal was du machst. Mhm. Probier das. Mhm. Aber jetzt wird es interessant. Ich habe mit Film, jetzt muss ich wieder normal ins Brüssel und der Brösel. Wenn du das jetzt eine Zeit lang machst, in deiner Welt verändert sich dein Programm. Das heißt, du läufst wieder durch die Stadt, es ist nur ein Traum und jetzt wirst du plötzlich feststellen, dass immer mehr auftauchen, du läufst ganz normal, die dich zuerst anlächeln, obwohl die dich gar nicht kennen und du lächelst zurück. Mhm. Weil es gibt, jetzt bauen sich Spiegelungen auf. Mhm. Wenn du natürlich nur so rumläufst, hast du bloß Arschlöcher auf dich rum. Das sind Beispiele, die wiederhole ich, probier's doch einfach aus. Mhm. Es ist halt natürlich gerade jetzt bei dem ersten Beispiel mit der Helene, was da auftaucht, eine gute Hoffnung, ob sich was verändert. Ich muss immer wieder sagen, zähl nicht drauf, dass irgendwelche Figuren was verstehen können. Ich mag so, das ist ein wunderschönes Beispiel. Darum geht es gar nicht. Der Geist, wenn wach wird, der ist unpersönlich. Das unpersönliche Leben war gut als Buch von mir, wo ich einmal geschrieben habe. Ich habe alle Bücher geschrieben, das sind lauter Kleinigkeiten. Da beginnt es schon mit Ich bin du. Wer maßt sich an, so arrogant zu reden? Das hat mit Arroganz nichts zu tun, sondern mit roter Liebe. Und rote Liebe muss selbst gelebt werden. Das ist das, was du in dieser Führerscheinprüfungsbogen wollt, zu leben hast. Du hast die Theorie zu erkennen, die Fehler, auf die ich dich jetzt hinweise, auf die elementarsten zumindest, des einseitigen Denkens, des perspektivischen Denkens, des Recht-haben-Wollens. Wie sagt Udo immer, jeder, der in dir aufdicht, der Recht haben will, der streitet und diskutiert um sein Recht, der hat kein Recht. Wenn du das absolute Recht hast, die Betonung liegt auf absolut, dann wirst du es doch nicht mehr haben. Ja, und dann erkennst du, dass jeder, der Recht haben will, dann doch schon ein bisschen Recht hat. Der Henkel ist rechts. Und jeder, der wo was anderes behauptet, der hat ja ein bisschen Recht. Aber nur ein bisschen. Wir reden vom absoluten Recht. Der, der das absolute Recht besitzt, will kein Recht mehr haben. Ja. Jetzt für den Holger, Punkt. Der, der Holofeeling besitzt, weiß, dass jeder ein bisschen Recht hat. Er wird sich aber nicht mehr in eine dieser Einseitigkeiten geistig hineinbewegen. Er macht sich all diese vielen einseitigen Sichtweisen und Perspektiven. Wie war das nochmal? Perispeculum. Um mich herum sind lauter Spiegel. Das sind meine Tiefen, das sind meine eigenen geistigen Tiefen, weil ich mit jeder Perspektive Z-Achse, wo ich reingehe, da können wir jetzt auch nochmal die Z-Achse genauer erklären, Mutation, wie sich das dann ganze aufbaut mit den Spiegelstrukturen. Das ist Holoarithmetik. Das ist das Wissen, habe ich einmal prophezeit, des dritten Jahrtausends. Ich rede jetzt aber nicht von Chronologie, sondern die 3 steht für die Synthese. Hüben 3 und Hüben 3. Was genau mit den 4 sind. Aber die 2 roten 4 fallen ja weg. These ausgedacht, Antithese. Das ist der Satz. Wenn 2 Sachen sich widersprechen, kann 1 plus davon richtig sein, das ist nicht ganz in Ordnung. Jetzt gibt es den ausgeschlossenen dritten, das ist der, der sich das ausdenkt, der genau genommen über die Mitte ist, weil die 2 Perspektiven aus ihnen herausspringen, bloß der schaut halt in die Richtung, oben ist richtig oder unten ist richtig. Sehen kann das ja nur der in der Mitte. Wenn man das spiegelt, sieht es anders aus. Da wird die Sprache, die Philosophie, wir benutzen alles. Alle Wissenselemente, alle Religionen. Und die ergänzen sich. Du wirst merken, was gerade, wo die um Standpunkte streiten. Ich mache immer Sägewinde Körper. Puzzlestückchen Frau, Puzzlestückchen Mann. Ne Körper, das weibliche, ist auch Loch. Nekip ist der Denker, der ist in der Frau. Ja. Frau, Frau ist das, was dich einhält. Genau. Das Frau ist ja unser Wild. Heißt der Wilde oder Wilder. Aber Wild-E, eine Wild-E, weiblich, die Frau, interessant, Wilet ist doppelt aufgespannt, das Kind. Das Kind. Und I-Quadrat ist in der Mitte. Ja. Das ist das erste Mal JCH und ICH rot. Wir 2. Ja. Und die stecken in der Frau. Genau. Ja. Das sind Symbole. Wie war das nochmal? Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das wird auch dein extrem fehlerhaftes Denksystem erleiden. Das ist in dem Moment, wo du dein Haar, mein berühmtes Haar,
Das blaue, ausgedachte Haar, das steht für das ganze Wissen, das du deiner Menschheit zusprichst. Wenn du mir das zurückgibst, kriegst du für diesen Buchstaben eine höhere Ebene, nämlich ein Wort. Mhm. Ein Ort. Genau. Haus. Ja. Mit Lächeln. Ja. Mhm. Drei Buchstaben. Spiel mal mit den Lächeln. Mhm. Nur die drei Buchstaben austauschen. Du kannst den Kolumn den Traum draus machen. Ja. Mhm. Dein Traum ist das Haus, in dem du zurzeit wohnst. Ja. Unmellig. Aber das ist mellig. Das ist, wir können spinnen und spinnen ohne Ende. Wir wollen jetzt da keine in die Sprache gehen. Und das ist dasselbe, wenn dich das nicht interessiert. Das ist wie Junge, die jetzt ihre Handys reinschauen und die nicht interessiert, wie die Handys funktionieren. Das sind Menschen. Da ist nur wichtig, hoffentlich funktioniert mein Handy. Hoffentlich habe ich ein Internet. Ja. Weil die ja nur ins Internet glotzen. Die glotzen eigentlich schon nach innen. Glauben ist es aus. Ja. Ist es oder ist es so? Ist so. Da muss das Internet da sein, das Handy muss funktionieren. Nimm doch mal irgendjemand jetzt das Handy weg. Ist eine Droge. Es ist eine Droge. Mhm. Und hat natürlich auch viele Seiten von gut, von extrem gut bis extrem schlecht. Ich habe, so wie das Handy schon aufgekommen ist, Computer, wie gesagt, das ist. Zum einen ein Wissenszugriff ohne Ende für jeden in der Hosentasche. Ja. Aber dieses extrem positiv. Umso positiver, was wird, umso größer der Weltberg wird, umso größer wird es. Also es hat zur kompletten Verdummung deiner Menschheit geführt. Ja. Ich will noch rumstreiten, welche Internetseite diese Geistesnachöffnung die richtige ist. Und alles bewusster schaffen. Sodom und Gomorra Endzeit. Gehst du mit mir in die Arche oder willst du da bleiben? Also ewig bist du. Also ich komme mit. Wenn du darfst. Da muss ich aber das doch beweisen. Gibt es noch viel zu tun, Holger. Holger Brock, Geist mit Holger Brock. Arbeit dran. Ja. Aber er bemüht sich zumindest ohne Ende. Oh, was ja. So viele andere nicht sehen. Das dass sie sich bemühen. Die machen das so wischiwaschi. Das ist Solo-Feeling, ist gerade immer, wenn es schön passt. Und dann haben wir wieder welche, die zu einer späten Räuchen einzig kommen, wie unsere Bianca, die dann sagt, verdammt, die hat mit der Ritter hier vor fast 25 Jahren Holo-Feeling gekriegt. Mhm. Und die sagt, 15 Jahre habe ich. So, ich nehme auch auf dem Film. Läuft nichts verkehrt, tu dich nicht ab, Kleines. 15 Jahre verschlafen, weil die Welt wichtiger war. Die Welt wie das die eigene Erkenntnis. Was ist Welt? Ein polarer Rand? So, jetzt lassen wir es gut sein. Danke, danke. Danke. Doch, Meo. Ja. Sehr gut. Ja. Da sagen wir Tschüss, spielen wir noch eine Runde Leben, wieder für sich, seins und alle ihr für mich. Ja. Ich habe so als UB im Hintergrund, ich spiele, wenn ich reingehe, das ist immer wieder, ich muss das ja leben für euch, aber es ist dann schon durch. Das zeitlose Denken kannst du noch nicht verstehen. Du kannst dich aber sehr gewissenhaft beobachten zum absoluten Abschluss. Wenn du nachts nicht schlafen kannst und die Nacht geht nicht rum. Ich habe das so oft gesagt. Schau auf den Wecker, mach die Augen auf, schalte deine sinnlich wahrgenommene Information ein. Du siehst 3 Uhr, du machst die Augen zu und du grübelst. Ich bin da oft darauf eingegangen, du willst, dass in der Zukunft, dass die Nacht rumgeht vielleicht, aber darum geht es gar nicht. Du grübelst jetzt über was nach. Ich sage mal, schöne Gedanken. Kannst ja nicht schlafen. Und dann machst du die Augen wieder auf und dann ist 3.05 Uhr. Und der Witz ist, wenn du mal wirklich jetzt da schaust, was ist jetzt da eigentlich da gewesen, dann tust du natürlich automatisch Informationen in Vergangenheit, was habe ich jetzt eigentlich gegrübelt. Und es ist ungefähr, ich mache jetzt einmal den Udo, ganz normal, dass du ungefähr vorstellen kannst, ich bin ja du. Dass ich jetzt sagen würde, ich habe 3 Uhr, ich mache den Monitor wieder aus, ich bleibe in dem feinstofflichen Denken. Und würde ich jetzt was schreiben, habe ich mit Sicherheit 200, 250 Seiten gedacht, wenn ich das jetzt aufgeschrieben hätte. Und ich mache die Augen auf und ich sehe 5 Minuten. Mhm. Ja. 3.05 Uhr. Und dann muss ich irgendwann im Vergleich mit der Vergangenheit, die ich mir jetzt ausdenke, das kann es gar nicht geben, dass das 5 Minuten war. Mhm. Das ist in dem letzten Selbstgespräch mit Reda und Jana. Mhm. Ja. Ich betone nochmal, ich weiß übrigens auch, was die Helene anbelangt, was die Ritter anbelangt und was die Fettings anbelangt. Für dich, wenn du jetzt die ausdenkst, das sind Symbole. Nochmal, die Namen, die Menschen, die du dir jetzt denkst, wissen gar nichts, das sind nur Gedanken von dir. Aber das ist ja im Hintergrund, hinter Gedanken stehen ja eigene KIs. Ich garantiere dir, dass diese Figuren, die du jetzt siehst, die Fettings, die Doni, die Helene
und die Ritter, den Heuker tun wir mal ein bisschen auf die Seite schieben, dass die all diese Selbstgespräche, die du auf der Holofeeling-Seite findest und alle Updates, die ja da gar nicht, das sind ja nochmal fast 7 oder 8 oder 10.000 Seiten, dass jetzt die ganzen Bücher mindestens 2 bis 3 Mal jedes einzelne Buch gelesen und intensiv studiert wurde. Stimmt oder das stimmt? Stimmt. Ich weiß, dass das jeder von diesen Bitzelmännchen, die Margot, Toni, also Helene und die Ritter, dass die das beschwören können mit ihrem Programm, ohne eine Meinung zu schwören. Ja. Und du sagst, oh, ich kenne ja, ich fange ja gerade erst an, wann soll ich das machen? Das geht nur so, wenn du in den Zustand kommst, den ich dir gerade beschrieben habe. Wenn du begreifst, dass es bloß jetzt gibt und dass das jetzt ewig dauert. Dir rennt nichts davon, morgen wird nichts passieren. Du wirst nicht morgen sterben, dein Körper wird sich nicht morgen auflösen, vollkommen unmöglich. Oder übermorgen oder in 5 oder in 10 Jahren, wenn er sich auflöst, löst er sich jetzt auf, in dem Moment, wo du nochmal dran denkst. Ja. Du schaltest in einem gewissen Maß wieder die sinnlich wahrgenommene Information, wo ich jetzt mit 3 Uhr symbolisiert habe, aus. Und dann denkst du trotzdem noch an irgendwas anderes, wenn du loslassen kannst. Es gibt natürlich im Programm Sachen, dass du ständig die Augen zumachst und dann hast du auch diese imaginäre Zeitspanne, aber du bist nur fokussiert, weil dir der scheiß Körper so weh tut. Dann hast du von dem körperlichen, von der sinnlichen Wahrnehmung nicht abgeschalten. Gedanken sind frei. Du hängst mit dem Körper, weil du laufend auch mit geschlossenen Augen einen sinnlich wahrgenommenen Körper hast. Der gehört ja auch zur sinnlichen Wahrnehmung. Das symbolisiere ich mit der sinnlich wahrgenommenen 3 Uhr auf dem Wecker. Die Freiheit hast du, wenn du ganz frei denkst und nicht mehr an deinen Körper denkst. Dann atmest du übrigens auch nicht. Dann ist es übrigens auch nicht finster, wo du ja angeblich die Augen zu hast von einem Körper, der dann gar nicht existiert. Dann bist du im reinen geistigen, feinstofflichen Bereich. Das ist kein Voodoo und kein Science Fiction. Ja. Das Erreichen wollen von irgendetwas ist das Erreichen wollen von etwas, was du schon immer bist. Was bist du und was sind deine Gedanken? Du bist immer ewig. Und deine Gedanken sind halt so, wie du sie dir denkst. Und das hängt wieder von dem Intellekt ab, den du zum Denken benutzt. Und dann wird nochmal irgendwie sich der Kopf zerbrochen, ob der Empirismus oder der Rationalismus oder die Skeptiker, die absoluten Überpfosten, die es gibt, da gibt es eine Skeptikervereinigung. Du musst dich ja mal auf der Brüssel-Ebene mit einem solchen unterhalten. Ich hatte mehrere Male schon die Ehre. Die sind gegen alles kritisch, was ihnen unlogisch erscheint. Das Einzige, was sie nicht in der Frage stellen, und das ist das Problem in Du bist ich, das Einzige, was du nicht in Frage stellst, ist deine eigene Logik. Und das ist das Einzige, was es wirklich wert wäre, kritisch zu hinterfragen. Die eigene Logik, die dir logisch erscheint, ist dein Problem. Das ich dir jetzt vorgelegt habe, in Form von vielen Einzelbildern, die aus dieser Logik entspringen. Extrem fehlerhafte Urteile und Meinungen. Punkt. Ich versuche unter 2 Stunden zu bleiben. Was in 2 Stunden? Das muss gut sein. Wenn es so sein soll, werde ich wieder in dir auftauchen. Und wenn es nicht so sein soll, ist es auch gut. Dankeschön. Liebe. Alles in Liebe.